Hallo und herzlich willkommen zurück beim Raustausch Nummer 57. Mit dem zweiten Quartal-Zurückblick des Jahres. Genau, wir blicken zurück auf das Spielejahr und weil das letztes Mal ziemlich lange gedauert hat, haben wir gesagt, wir splitten den in die vier Quartale. Jetzt ging allein schon der übers erste Quartal fast so lange wie der gesamte übers letzte Jahr. Aber das bestätigt uns ja nur in unserer Auswahl, das zu splitten. Und am Anfang eines jeden Quartalspodcasts sage ich nochmal, wir sprechen nur über die Spiele, die wir gespielt haben oder zu denen wir generell etwas sagen können. Nicht über jedes einzelne, noch so kleine Indie-Spiel, genau, was rausgekommen ist. Und wie immer am Anfang, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so im zweiten Quartal gespielt habt, also sprich eigentlich im Sommerloch. Und welche Spiele wir vielleicht vergessen haben, wo ihr gesagt habt, das war mein Highlight eigentlich von dieser Zeit oder generell vom Jahr. Alles unten in die Kommentarbox. Ja. Ja, vom beginnenden Sommerloch, denn los geht's ja mit dem April, da ist noch nicht so ganz Sommer. Ja, da ging es einmal los mit Stealth Inc. 2, A Game of Clones. Stealth Inc., das war halt dieses Agentenspiel. So. Naja, es ist, du spielst kleine Klone mit so großen grünen Nachtsichtbrillen. Als eine Reminiszenz an Splinter Cell. Okay. Und A Game of Clones weist ja schon darauf hin, dass das Spiel sich nicht ganz so ernst nimmt. Und ja, ist dann halt so ein Sidescroller, wo du halt quasi in Geschicklichkeitspassagen aus dieser Klon-Arena da rauskommen musst. Und ja, dich dann eben nicht von Wachen erwischen lassen, an Fallen vorbei und so weiter und so fort. Ich hab's noch nicht gespielt, hab's aber auch schon auf der Festplatte. Es ist so schrecklich. Wie so vieles. Warte, lass mich raten. Sollte das mal Ground entdeckt in die Staffel 3 werden. Das hätte ich dann schon gesagt. Ursprünglich mal ganz sicher, dass es Grauton entdeckt in die Staffel 3 wird, bis ich gemerkt habe, dass das, was ich davor als zweite Staffel gespielt habe, keine Sau interessiert hat. Ah. War Bastion. Bastion. Das ist quasi der Vorgänger von Transistor, genau, was ja mein Spiel des Jahres 2014 war. Genau, und Bastion ist ja eigentlich schon länger erschienen, aber jetzt kam es dieses Jahr nochmal für PS4 raus. Ja. Und war wahrscheinlich auch direkt einmal im PlayStation Plus-Dings? Nee, war es nicht, aber es war, als es in einem Angebot war, wo man es wegen PlayStation Plus billiger bekommt, habe ich es mir gekauft, muss aber auch noch spielen. Das ist so schlimm. Also ich kann jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt ja sogar noch einen PC mit Steam und da ist mir auch schon passiert, Zombie gekauft für 20 €, nie gespielt, nicht einmal, weil ich gemerkt habe, ja, wann denn? Und jetzt mit PlayStation Plus und den Sonderangeboten über PlayStation Plus. Und dann auch so die Sonderangebote bei Steam. Ja, ist es wirklich so, ich habe da so eine Bastion an Indie-Spielen, die ich alle gern spielen würde, wo ich aber nicht die geringste Ahnung habe, wann. Es kommt bald Grauton entdeckt in die Staffel 4 und da dürft ihr dann abstimmen, welches ich spiele, damit ich das dann auch mal durchziehen kann. Ah, okay. Ja, jedenfalls Bastion hat sich darüber herausgetan, dass es einen sehr einzigartigen Erzählstil hatte, nämlich den, dass quasi das ganze Spiel von einem Erzähler begleitet wurde, der immer kommentiert hat, was man gemacht hat, parallel. Und die Welt hat sich auch erst, wenn man durch sie durchgelaufen ist, vor einem aufgebaut. Und ich weiß natürlich noch nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass zum Beispiel Robin von Hooked es sehr mag und dass es wohl am Ende noch einen sehr konsequenten, sehr coolen Vierte-Wand-Bruch-Story-Twist hat. Okay. Ich weiß auch nur vom Bastion, dass die Musik auch wieder überragend, ja, irgendwie stimmt, sein soll. Mit einer der besten Soundtracks überhaupt, was Indie-Spiele angeht. Und ja, wird von allen eigentlich immer groß gelobt, geschätzt, geliebt. Und so. Ja. Kann ich allerdings auch nicht weiter dazu sagen. Ich habe selber nicht gespielt. Habe ich noch nicht getan. Ja, dafür zumindest zum Teil gespielt haben wir Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Diese Version haben wir nicht gespielt, sondern wir haben das Original Dark Souls 2 damals gespielt, Let's Played. Unser erstes grausig gemeinsam durchgelitten. Ja. Vanilla, wie man so schön sagt heutzutage. Die Ursprungsversion ist die Vanilla-Version. Die Vanilla-Version. Ja, ist wohl wahr. Dark Souls 2 war wohl der schwächste Teil, oder das schwächste Mitglied der Souls-Family. Ja. Kombiniert natürlich auch mit Bloodborne und so weiter. Was aber immer noch ein verdammt starkes Mitglied der Spiele Community. Das stimmt natürlich. Also so generell ist es schon echt cool, aber im Vergleich zu den anderen Souls-artigen Spielen war es halt doch deutlich schwächer. Also wenn ich daran denke, wo wir damals unseren Podcast gemacht haben, wie viel wir da rumgemeckert haben, wo wir halt wirklich da, was war das, 40 Minuten Rage? Ja, wir haben anderthalb, eine Stunde und 20 Minuten Positives und 40 Minuten Negatives. Irgendwie so, ja. Also
war doch relativ viel, was uns nicht so gefallen hat, was auch Bosse angeht. Das Weltdesign. Das Weltdesign war nicht so schön. Mit auch Logikfehlern und ja, auch generell halt, das mit dem, dass man die halt die Seelen gesammelt hat und dann stand da halt so, bäh, nichts wirklich drin. Also, ja, nicht jeder Boss hat eine gegeben und ja, so. Also, das war halt wirklich das Hauptproblem eigentlich. Es hatte zwar viele Bosse, aber viele davon waren so Wegwerfbosse, also vollkommen unnötig und langweilig. Also, wo es halt wirklich schon Bosse gab, wo wir einfach nur gesagt haben, oh, was soll das denn jetzt? Ja. Also, wo wir schon keinen Bock mehr hatten. Übrigens das einzige Spiel, was nicht von Hidetaka Miyazaki entwickelt wurde in der Souls-Reihe. Genau. Also dem Erfinder. Und ja, man hat es einfach ein bisschen gemerkt. Allerdings ist in Scholars of the First Sin, das war ja das PlayStation 4 und Xbox One und nochmal für den PC. Genau. Remake in Anführungszeichen kann man schon so nennen, denn es wurde halt nicht nur wie immer auf 1080p und 60 FPS hochgepusht, sondern sie haben anhand des Feedbacks der Fans komplett neue Gegner ins Spiel gebracht. Hm. Also haben die Gegnerplatzierungen geändert. Zum Beispiel steht am Heidetower of Flames jetzt ein fucking Drache. Oh. Einfach mal rum. Nett. Da sind halt auch die drei DLCs mit drin. Genau. Und die sind ja wohl laut der eingängigen Meinung fast schon wieder auf Dark Souls 1 Niveau gewesen. Ja. Können wir leider nichts zu sagen. Wir haben die Add-ons von Dark Souls 2 nicht gespielt. Wir waren nach dem Originalspiel, sag ich mal, doch recht gut bedient mit Dark Souls 2. Wir hatten da nicht mal die mega Motivation, als dann die DLCs kamen, das zu spielen. Anders als jetzt bei Bloodborne, wo halt Bloodborne uns so gefesselt hat, dass wir auf jeden Fall die Erweiterung spielen wollen. Ja. Erinnere mich übrigens dran, dir noch was zu den DLCs zu erklären, weil was in den DLCs passiert, ist wiederum wichtig für Dark Souls 3. Für die Lore. Ach, okay. Ich habe mal wieder bei Vativitia gesneakt. Ah, okay. Ja. Sollte euch das mal reingucken. Naja. Ja, jedenfalls, Scholars of the First Sin kam raus mit allen Erweiterungen und so weiter, ein bisschen überarbeitet. Trotzdem kann man sagen, wenn ihr an dieser Reihe Interesse habt und noch keins gespielt habt davon, ist Dark Souls 2 das einsteigerfreundlichste von allen Souls-Spielen. Das kann man sagen. Die Mechaniken sind am einfachsten und so. Auf der anderen Seite kriegt ihr damit aber auch nicht das Beste präsentiert und könnt dann vielleicht diese Faszination auch nicht nachvollziehen. Ja. Also ich würde sagen, wenn ihr ein Einstiegsspiel für die Serie braucht, wahrscheinlich dann doch Dark Souls. Ja. Weil das für mich doch irgendwo immer noch das Prunkstück ganzen... Es ist immer noch das Meisterwerk, kann man ruhig so sagen. Also mit allem, was da so ist. Es ist, also wie viel Bösartigkeit auch in diesem Spiel drin steckt. Ja, und das Level-Design und alles toll. Ja. Aber Dark Souls 2 ist auch gut. Kann man auch spielen. Ja, und Dark Souls 3 wird wahrscheinlich Dark Souls 2 wieder toppen. Ja. Sind wir uns ziemlich sicher. Ja. Ja, wie ein weich geklopftes Brot fühlt man sich in Dark Souls 2 manchmal. Ja. Und in I Am Bread ist man eins. Ja. Und ich muss mal ganz kurz gucken, das kam doch nicht erst dieses Jahr raus. Ja, es kann sein, dass das ohne Konsolenversion war. Geh mal kurz ein, bitte. Ich will jetzt ganz kurz gucken, wann kam es denn? Ein Brett, nicht ganz. Ein Brett. So, wann kam das eigentlich raus? 2014 kam das schon mal irgendwann raus. Okay, dann war das Xbox oder PlayStation Release. Beides wurde dieses Jahr released. Ich habe jetzt das hier genommen, ich glaube, es war Xbox. Ja. Ja. Ist ein Spiel ähnlich wie Octodad quasi. Ja. Nur, dass man diesmal ein Brot spielt. Ja. Und man hat den Auftrag, im Toaster anzukommen. Ja. Und das halt in komplett verrückten Methoden. Und vor allem ist es nicht unbedingt immer der Toaster, sondern man soll einfach nur getoastet werden. Also wie? Ist es eigentlich immer von Level zu Level ab unterschiedlich? Mal ist es normaler Toaster, mal ist es ein Grill, den man erstmal vorher anzünden muss zum Beispiel. Mal ist es ein Lagerfeuer, mal ist es eine Heizlampe und so weiter und so weiter. Das ist immer sehr, sehr verrückt und ist auch ganz schön knifflig, wie man sich halt als Brotscheibe da irgendwie hinwerfen muss, um halt dann die jeweilige Hitzequelle zu aktivieren oder halt irgendwie zu der Hitzequelle hinzukommen. Und vor allem, man darf ja auch noch nicht dreckig werden. Man darf nicht zu viel auf dem Boden rumliegen und so weiter. Und dann kommt eben dazu, dass es eben diese Octodad-Steuerung hat, dass jeder der vier Knöpfe... Der vier Enden des Brotes. Genau, steuert. Kanten. Und da muss man halt quasi wirklich, wenn man sich irgendwo festhalten will, die oberen beiden, damit man das Brot so drauflegt. Genau. Und dann das unten rumreißen. Und dann so Stückchen für Stückchen hoch. Herrlich verrücktes Spiel. Ja, und jetzt gibt es auch noch alle möglichen Kombinationen von Iron Bread. Es gibt auch Iron Bread im Weltraum, glaube ich, wo dann irgendwie Gravitation ausgesetzt wird. Ja, und man muss halt wirklich sagen... Jetzt vor kurzem Kombination mit Goat Simulator. Kommt jetzt auch noch, da bin ich sehr gespannt, wie das eigentlich ist. Habe ich noch gar nichts dazu angeguckt. Goat Simulator und Bread Simulator kombiniert.
Ja, also in jedem Fall kann man sagen, so sehr ich Videospiele für ihre Geschichten, für ihre emotionalen Momente, für ihre Dark and Grittiness schätze, schätze ich sie genauso für so verrückte Ideen, die man eben nur im Videospielbereich umsetzen kann und die halt wirklich einfach Leute zum Lachen bringen. Ja, also I'm Brett und, ja, wie gesagt, I'm Brett, Goat Simulator, Octodad, das sind alles drei so eine Spiele, die sind so herrlich verrückt, aber machen auch wirklich sehr viel Spaß und sind sehr, sehr Möchte in witzig dieser einfach. Reihe noch an den grandiosen Surgeon Simulator erinnern. Ah, genau, und den Surgeon Simulator, natürlich, der Surgeon Simulator. Ja, gut, okay, da gibt es alle möglichen Simulatoren, was da Ja. alles noch irgendwie So, jetzt ist. müssen wir wieder hochscrollen, weil das hier auf zwei Seiten verteilt ist. So. Ah! Ach Mensch, Mensch. wusste, habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt schon wieder. Hätten wir vorhin gar nicht im letzten Podcast über Xenoblade Chronicles. Stimmt. Ah, das war Dezember. Das war ja gar nicht jetzt. Dieser Würfel schon wieder alles durcheinander. Ja, stimmt, da hatten wir über Xenoblade Chronicles Xenoblade X Chronicles geredet. X geredet, ja. Ja, Xenoblade Chronicles 3D schon wieder, dass sie Ja. es nicht einfach 3DS nennen. Nö. Liebes Nintendo, Xenoblade Chronicles war auch schon vorher 3D. Nein, das war 2D. Das kam dir nur so vor, Ja. dass das 3D ist. Aber auch da, sag ich mal, haben wir schon sehr oft drüber gesprochen. Ja, ist Nur noch, halt. wie gesagt, in Kurzform, riesige Welt, tolle Charaktere, tolle Momente, die Noppon, die das beste Volk der Welt sind. Ja, Das spielt auf zwei Giganten, die sich gegenseitig kalt geschlagen haben. Ja, Und toll, das ist einfach, kauft das. ja. Und zur 3DS-Version, es war ja ein riesiges Wii-Spiel, also ich würde sagen, das anspruchsvollste und hübscheste Wii-Spiel, was es so gibt. Also für die Ja, Größe das hübscheste auf jeden Fall. kann sein, ja. Die Berichte, wie das auf dem 3DS funktioniert, sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Manche sagen, es funktioniert super gut. Und Und andere andere sagen, es ist sagen, eine Katastrophe geworden ja, von der Technik her. Also, ich. wenn ihr die Wahl habt, die Wii kostet jetzt noch 40 € oder so. Also die 40 € plus die 20 für das Spiel lohnt sich immer noch. Dann Ja. habt ihr einen Vollpreis bezahlt, um eins der besten Spiele der letzten Generation zu Ja, spielen. auf jeden Fall. Ja, apropos letzten Generation, GTA ist auch ein Spiel der Generationen, läuft schon seit Generationen und jetzt kam dieses Jahr auch endlich GTA 5 für den PC heraus. Ich hab's noch nicht gekauft. Aber ich hab's eigentlich mal irgendwann vorzuholen. Irgendwann. Bei mir war es ja so, ich hatte ja überlegt, es nochmal zu holen, einfach schon, um das mit Baldur zu spielen und so. Es kostet aber immer noch Vollpreis. Naja, bei Steam gibt es ab und zu mal Angebote, dann kostet es 40 oder Aber 45. selbst das, Das ich ist habe es halt noch schon mal komplett durchgespielt. GTA 5? Ja, habe ich auf der PlayStation 3 durchgespielt. Man erinnere sich, das kam mal. Stimmt, das Es kam mal ah. exklusiv für PS3 und Xbox 360 und wird garantiert niemals für die Next Gen und den PC kommen, Und hieß es dann damals. GTA 5? Ja. Die haben damals natürlich, weil sie wollten das natürlich verkaufen wie geschnitten Brot, deswegen sind sie damals natürlich gesagt, nee, kommt nicht. Und dann kam es ja Komm. kurz darauf, kam es ja doch, und dann auf der Current-Gen-Consoles kam ja dann auch der Multiplayer und GTA Online und so weiter noch dazu, denn. Das gab es auch auf der PlayStation 3 schon. Das gab es auf der PlayStation 3? Ja. Habe ich da auch gespielt. Echt jetzt? Ja. Die haben es halt nur alles verbessert auf den. Das habe Die ich. Heists. Die Heists sind dazu gekommen. Die sind noch dazu gekommen. Ja. Okay, Ja. das habe ich komplett nicht mehr auf dem Schirm. Ich war jetzt fest der Meinung, GTA 5 kam von Anfang an für Xbox One und Nee. PlayStation 4 Das war ja raus. das Beeindruckende, dass GTA 5 wirklich dieses Riesenspiel mit dieser Optik, dass das auf den alten Konsolen butterweich Noch ohne läuft. Probleme gelaufen ist, wo Rockstar wieder mal so, ja, was sie halt können, polischen bis zum Ende, gesagt hat, so nach dem Motto, ja, also wer von euch vor 3 Jahren schon behauptet hat, die Konsolen seien am Ende, nein, waren sie nicht. Ja, jetzt Jedenfalls. fällt mir auch erst wieder ein, du hast ja damals einen Podcast gemacht zur Folterszene da von Ja, mein GTA erstes 5. Video tatsächlich, ja. Stimmt ja. Das war am Aber das 31.10.2013, ich wollte habe gerade ich das sagen, das ist hochgeladen. 2 Jahre her. Ja. Seit so lange gibt es schon GTA 5. Ja. Gott, das habe ich. Ich habe das so im Kopf, das kam letztes Jahr Ja, und irgendwie. jetzt kam es für den PC. Jetzt kam es 2 Jahre danach, kam es für den PC endlich Ja, raus. Version ist wohl sehr gut, nach Ja. allem, was ich mitbekommen habe. Wunderbar. Das Spiel an sich ist auch sehr gut. Also, das kann man wirklich sagen, ich mag die Charaktere, ich mag, was sie mit den Charakteren machen. Wie gesagt, sie haben da sehr kontroverse Szenen drin, die ich aber wirklich nur mutig und richtig finde. Ja. Und ja, der Online-Modus ist an sich ziemlich cool, leidet aber halt unter der Zielgruppe von GTA. Nämlich, dass halt auch viele, ich sag mal, Call of Duty-Kiddies anzieht, die sich eben nicht mit der Story und so auseinandersetzen und was das Spiel ihnen damit sagen will, sondern die sehen, oh, Menschen totschießen, haha, Gefahr, alles kaputt, lustig.
Und das merkt man halt im Online-Modus sehr, dass da viele Hacker, viele Trolle, viele Idioten rumrennen. Also da habe ich schon von vielen Leuten gehört, die wirklich aufgrund der Spielerschaft aufgehört haben, den Online-Modus zu spielen. Ja, vor allem am Anfang von Online-Modus war das noch so, dass der Online-Modus sehr viel von Serverproblemen betroffen war und von der Technik. Also da war es, also es hat wirklich ewig gedauert, bis man wirklich mal eine feste Verbindung hat und man ist ständig rausgeflogen. Mittlerweile soll es eigentlich gehen. Mittlerweile soll er eigentlich komplett Ja. flüssig spielbar sein, ohne dass man ständig vom Server fliegt oder das Spiel Aber sich crasht und keine Ahnung an was. sich ist der halt super cool. Du hast halt ganz Los Santos, in Ja. dem du eigene Kurse für Rennen bauen kannst. Du kannst eigene Missionen designen, kannst die Missionen von anderen spielen, kannst alles machen, was du im Hauptspiel machen kannst, nur halt mit deinen Freunden zusammen. Ja, und das ist schon echt cool. Deswegen, wie gesagt, es war ja damals eine Überlegung von uns, GTA 5 nochmal zu holen. Und dann halt so mit, halt auch also so GG, so nach dem Motto, das auch so ein bisschen zu spielen. Wenn es nochmal ein bisschen billiger wird, weiß ich, wenn es dann irgendwie so 40 noch wirklich kostet oder 30 oder irgendwie so. Vielleicht, wenn Red Dead Redemption 2 angekündigt wird. Oder so. Rockstar. Ja, Rockstar, ne? Vielleicht tun wir uns das dann nochmal für den Multiplayer-Modus irgendwie. Mal schauen, mal Ja. gucken, wie das ist. Ja, in Ja. GTA 5 geht es ja zum Beispiel in der Folterszene ganz schön deftig zu. Ja. Ganz schön deftig, noch ein bisschen deftiger, würde ich fast Um behaupten. einiges deftiger. Geht es in Mortal Kombat X zu, was aber in Deutschland nicht initiiert wurde. Das war eigentlich mit eines der ersten, das ist erst ein großen Wunder, aber doch eigentlich eines der großen Wunder dieses Spieljahres, Ja. dass Mortal Kombat 10 oder Mortal Kombat X nicht initiiert wurde. Und das vor allem nach der ganzen Story mit Dying Light Anfang des Jahres. Ja. Dachte man eigentlich, als Mortal Kombat X halt immer näher rückte, waren alle sich sicher, das wird bestimmt initiiert werden. Das war Und überhaupt keine Frage. ja, Das war. das war eigentlich so klar, dass das wird auf jeden Fall indiziert. Also allein nach sämtlichen Trailern, die man gesehen hat und Fatality Moves und keine Ja. Ahnung, war eigentlich so klar, das wird indiziert. Und dann, nö, das war in Ordnung. Mortal Kombat X, komplett ab 18 halt, kann man in Ja. Deutschland spielen, wie man Lust und Laune hat. Ja, und was soll man sagen? Mortal Kombat ist halt, wie gesagt, ich finde die Gewalt, also es ist nichts für mich einfach, aber ich finde die Gewalt im Spiel auch wirklich überhaupt nicht schlimm, weil es wirklich so übertrieben und karikaturhaft Der ist, ist so dass man es absurd auch. wirklich nicht mehr ernst nehmen kann, wenn da wirklich Leuten das Herz rausgerissen und von innen durch ihren Schädel gehauen wird. Ist jetzt wirklich nichts, was ich brauche, aber ich. Ja, finde generell die Entscheidung zu weniger Zensur richtig. Und wir haben da ja sogar einen Podcast drüber gemacht, Ja. über dieses Urteil und was das für den Jugendschutz in Deutschland bedeutet. Ja, und an sich, wie gesagt, Kampfspiel haben wir beide, glaube ich, nicht gespielt. Nö. Aber Man muss auch sagen, wir sind beide jetzt nicht gerade die, ich sag mal, Kampfspielspieler, ja. also die Boxspieler, wie auch immer. Mir fehlt der richtige Fachbegriff dafür. Fighting Game. Beat'em up ist ja Ja. falsch, weil Genau. Beat'em up sind nämlich die, wo man von links nach rechts läuft, als kleine 2D-Figuren alles kaputt haut. Das sind Beat'em Das ups. sind wieder, also Fighting Games, genau. Sind wir beide nicht die Spieler. Also, unser Spielgenre, so Rennen und Fighting Games, sind beides nicht so unsers. Ja. Das ist, naja. Was aber schon eher eigentlich so unsere Region war, ist das nächste Spiel, nämlich Titan Souls. Ja. Weil Souls, Dark Souls werden wir sofort Souls ist aufmerksam. immer sofort ein Hingucker. Titan Souls war auch ein kleines Indie-Game, was wir auch überlegt hatten, sogar mal zu spielen. So Ja. auch mit unserer grausig gemeinsamen durchgelittenen Regel. Also sprich, immer wer stirbt, gibt ab. Haben uns dann dagegen entschieden, weil wir auch noch mit Dark Souls 2 noch damals beschäftigt war. Nee, Quatsch, Bloodborne, Entschuldigung. Ja, Bloodborne gut. beschäftigt waren. Und dachten, nee, das grausig man so durchgelehnt, das zählt nur für die richtigen Souls-Spiele, so nach Ja. dem Motto. Jetzt haben wir nach unserem Misserfolg mit Lords of the Fallen haben wir das entschieden, dass grausig gemeinsam durchgelitten wirklich nur noch Souls. Genau. Richtiges Souls, Richtige. nicht Nein, Fake Souls. nein, richtiges Souls-Spiel müssen es Aber sein. trotzdem war es ein cooles kleines Indie-Spiel, Ja. wo man das Konzept hatte, es gibt irgendwie 20 Bosse oder so, mehr Ja. gibt es nicht. Und ja, so ein bisschen wie Shadow of the Colossus. Es gibt nur diese Genau. Bosse und die muss man besiegen. Und man hat halt immer nur einen Pfeil, den man Genau. verschießen kann und wieder einsammeln. Und man muss den Gegner aber auch nur einmal treffen und der Gegner muss einen auch nur einmal treffen. Und zwar muss man den Gegner immer an einem ganz bestimmten Schwachpunkt treffen, den man halt irgendwie erstmal finden, freilegen und dann auch noch treffen muss mit seinem eigenen Schuss. Genau. Was wirklich, dass man auch jeden Boss mit Ja, einem Schuss? jeder Boss ist mit einem Schuss Aber vorher tot. muss man natürlich noch 3000 Schüsse irgendwie abgeben, wenn man irgendwas aktivieren muss Naja, sonst also jeder irgendwie. Boss hat halt quasi ein eigenes kleines Puzzle, Ja. wie man denn an seinen Schwachpunkt rankommt. Rankommt.
Also so war es ein schönes Spiel, war auch sehr hoch geschätzt und wie gesagt, wir wollten es eigentlich auch mal spielen. Ja, wer weiß, vielleicht irgendwann mal, wenn wir, vielleicht machen wir irgendwann so ein Indie-Spiel immer angespielt oder so irgendwie, wenn uns langweilig wird. Keine Ahnung, mal gucken. Das nächste Spiel, ein weiterer Indie-Erfolg, Shovel Knight. Shovel Knight. Kam für PlayStation 4, PS3 und die PS Vita noch einmal raus. Ja, und ist auch so ein kleiner Mix aus Dark Souls und Metroidvania gewesen quasi. Also das heißt, man läuft nach links, von links nach rechts, haut Monster, muss mit denen, auf die mit seiner Schaufel draufspringen oder sie mit seiner Schaufel verprügeln. Genau. Und dann gab es halt, wie gesagt, auch da so Checkpoints, die so ähnlich wie die Bonfire funktioniert haben, dass wenn man gestorben ist, ist man wieder dahin zurück und hat irgendwie auch irgendwas verloren und war wohl, ich habe es noch nicht gespielt, aber es war wohl ein sehr großer Erfolg und hat sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut. War auch in so einem 16-Bit-Stil. Genau. Auch mit der passenden Musik dazu. Die Story war halt auch so typisch wie, also zu der damaligen Zeit, deine Weggefährtin oder Prinzessin ist halt irgendwie so entführt und du musst jetzt halt das gesamte Königreich durchlatschen, um halt dem Bösewicht da eins aufs Maul zu geben. Und zwischendurch hast du halt mit der Schaufel, hast du halt Schätze auch ausgebuddelt, hast Schätze gefunden. Ja, das war halt Shovel Knight. Ein wahrer kleiner Schatz war auch Broken Age Akt 2, wobei eher Akt 1. Ja. Denn ja. Akt 1 hat sich großer Beliebtheit erfreut. Das ist ja das gekickstarterte Adventure von Tim Schafer. Genau. Wo unter anderem Elijah Wood als Sprecher engagiert werden konnte, also Frodo. Genau. Und damals hieß es halt, dass Akt 1 kommen soll und dann wenige Monate später Akt 2. Akt 2 hat sich dann rund anderthalb Jahre hingezogen. Bis es, halb? Oder eins. Halbes. Also, nee, über ein Jahr. Über ein Jahr? Was? Über ein Jahr. Also ich glaube knapp Echt? Über ein Jahr. 2000? Ich glaube knapp über ein Jahr hat es gedauert. Krass. Also auf jeden Fall viel zu lange. Ja, sehr, sehr lange. Und der Punkt war der, in Akt 2 war es jetzt, also erstmal so grundsätzlich ist es ein Spiel, du spielst zwei Charaktere auf unterschiedlichen Welten, genau. Die aber irgendwie miteinander verbunden sind. Und dann ist es halt ein Spiel, wo du viel Story erlebst. Im ersten Teil noch mit sehr leichten Rätseln, wo der Fokus auf Story und schönen Momenten und so war. Genau. Und im zweiten Teil haben sie es dann wohl offenbar sehr umgedreht, dass die Rätsel plötzlich deutlich knackiger wurden. Und sie da offenbar auch auf Kritik am ersten Teil noch eingegangen sind, wo nämlich Fans gesagt haben, ja gut, das ist aber kein Adventure mehr eigentlich. Ja. Und dadurch wurde der aber extrem schlecht wahrgenommen, weil das so lange her war, die Story aus dem ersten Teil schon so ein bisschen verblasst ist. Verblasst war, ja. Und jetzt plötzlich dieser Fokus so auf den Rätseln lag und dadurch wirkte das wohl alles nicht so sehr wie ein rundes Paket. Und Paket. Das Ding ist auch, die Story selber wirkt auf einmal extrem gehetzt. Also man hat dieses Spiel gespielt, ich kann jetzt nur sagen, was ich so von Let's Plays und Gameplay-Material mir angeguckt habe. Ich hatte aber halt damals schon den ersten Akt halt mal angeguckt, auch auf YouTube. Jetzt den zweiten angeguckt, ich hatte einfach das Gefühl, die gesamte Story vom Akt 2 ist extrem gehetzt irgendwie, zusammengedrückt, als ob sie irgendwie wirklich Zeitlimit auf einmal hatten, obwohl sie so lange gebraucht haben. Ja. Und auch die Sachen, die sie auf einmal dann reingebaut haben, wirkten alle so lieblos fast schon. Ja. Also, da hätte man aus dieser coolen Story, die sie im ersten Akt aufgebaut haben, hätten sie so viel rausholen können. Und Akt 2 war dann so nichts Ganzes und nichts Halbes irgendwie. Also, vor allem das Ende wirkte aus so, wie jetzt ist schon Ende. Da fehlt doch noch. Ah, da kenne ich ja noch ein Spiel. Da kommt doch noch und nö, war dann aber nichts und ist halt beendet. Das Spiel war übrigens mal im PlayStation Plus Angebot. Hm. Habe ich also auch auf der Festplatte. Hast du auch auf der Festplatte? Ja. Was hast du eigentlich nicht auf der Festplatte? Ja, die passt auf der PlayStation rauf. Naja, ich habe ganz viele, ich habe Evil Within und so, habe ich alles wieder runter. Ach so. Man kann sich ja glücklicherweise auch in die Bibliothek packen und sagen, ich lade es später runter. Sobald du es einmal in der Bibliothek hast, geht das. So ist gut. Bei Steam, ja. Ja, will ich auch sehr gern spielen, aber ja, wie schon so oft gesagt, Mann. Ja, was ich euch aber sehr empfehlen kann, ist, gibt es auf YouTube, die wurden ja während der gesamten Entwicklung von einem Kamerateam begleitet. Und das nennt sich Double Fine Adventure. Und da wird quasi thematisiert, wie schwer das überhaupt ist, für so ein Indie-Studio das Geld ranzukriegen, was es für Probleme in der Entwicklung gibt, was sie sich auch selber für den Kopf gemacht haben, wie das sie selber kaputt gemacht hat, wenn sie
Goals nicht eingehalten haben und so. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also das kann ich sehr empfehlen. Das war eine sehr interessante Dokumentation. Also Double Fine Adventure heißt okay. das. Muss ich mal selber mal angucken. Ja, und damit haben wir den April fertig. Ging ja schnell, soll ich sehen. Na, 20 Minuten, halbe Stunde. Na, lieber nicht zu optimistisch werden hier. 25 Minuten. Naja, dann kommt jetzt als nächstes der Mai. Verzeiht. Und der Mai startete mit einem Spiel namens Ether One. Ja, das erste Spiel im Mai. Ether One. Ether One. Das Ding ist gerade, ich habe gerade vergessen, was war Ether One nochmal? Ether One ist eins der sogenannten Walking Simulators, wie sie böse genannt werden. Ja. Also sowas wie Everybody's Gone to the Rapture, wo man einfach nur durch die Gegend läuft und die Story erfährt quasi. Mhm. Da war man in, es hat gestartet in einer, ja, in einem, einer Krankenanlage. Und man liest halt ganz viel, hier wird, also mit Hirnen, man kann sich Gedanken in Chips pflanzen lassen, also in Computerchips, nicht in welche zum Essen. Ich esse heute mal positive Gedanken. Das wäre auch eine coole Story. Genau. Essen Sie Ihre Emotionen auf. Genau, und man selber ist halt da offenbar ein Patient und wird die ganze Zeit von einer weiblichen Stimme geleitet, wo man hin soll und so weiter und findet halt nach und nach raus, was in dieser Einrichtung passiert ist, was man selber da will und so fort. Habe ich auch mal angefangen, gab es nämlich im PlayStation Plus Angebot. Oh Gott. Aber fand ich nicht so gut. Also es hat mich einfach nach ein paar, nach zwei Stunden oder so, hat es mich einfach nicht wirklich interessiert, was, also im Gegensatz zu Soma oder so zum Beispiel, hat es mich einfach nicht wirklich interessiert, was hier passiert ist. Und da habe ich halt auch wirklich gemerkt, dass diese Art Spiel, wenn es gar keine Antagonisten und Rätsel, richtige Rätsel und so gibt, dass mir das dann wirklich doch irgendwie auch zu langweilig ist. Also da müsste man mir dann wirklich schon eine außergewöhnliche, interessante Geschichte erzählen. Dafür war es mir ein bisschen zu trocken. Okay. Aber viele andere waren davon sehr begeistert. Also es wird wohl noch sehr faszinierend und sehr toll und geht auch, wie man an Screenshots schon gesehen hat, geht auch später noch raus aus dieser Anlage ins Freie. Komisch, irgendwie kann ich mich daran überhaupt nicht erinnern. War auch wieder so ein kleiner Deckmantel-Release. Es war wieder so ein, ist jetzt da, ist gleich im PlayStation Plus, los geht's. Okay. Ach, kam es nur für PlayStation? Ich weiß nicht, glaube nicht. Ich glaube, es kam auch für die anderen, aber bei PlayStation war es halt gleich, Deswegen bin ich gerade so erstaunt. Irgendwie sagt mir gar nichts. Naja, habe ich nicht auf dem Schirm. Was ich aber sehr wohl auf dem Schirm habe, was ich mich noch erinnern kann, ist Wolfenstein The Old Blood. Das waren, die war doch also Standalone. Standalone von den Wolfenstein-Machern, wo es die Vorgeschichte sozusagen von Wolfenstein The New Order erzählt. Ja. Und The Old Blood war halt, ja, wurde auch wieder hoch gelobt, hat auch wieder gute Kritiken eingefahren, hat jetzt, sag ich mal, nicht sehr viel anders gemacht als jetzt Wolfenstein The New Order. War halt auch eine Story, man musste in die Festung des bösen... Des Regimes, des bösen Schädel... Nazis sind's ja nicht. Ja, Nazis. Das Regime. Die waren doch irgendwie die Schädeltypen oder Totenkopf-Schädel. Ja, die dunklen Geheimnisse der Vanessa von Straps. Genau, einmal das. Und noch irgendwas. Und noch irgendwas. Wie gesagt, man muss jedenfalls in die Festung von den bösewichtigen Oberkommando einbrechen. Einerseits, und das andere war halt, dass man ja schon auf übernatürliche Sachen gestoßen ist, wo es halt nicht mehr mit rechten Dingen zugeht. Und alles auch wunderbar übertrieben und over the top irgendwie. Ja. Und vom Shooter her halt sehr oldschool, man heilt sich nicht einfach automatisch, eher linear durchgeführt, was in Zeiten von heutigen, alles muss Open World sein, auch mal ganz angenehm sein kann. Ja. Ja, also Wolfenstein, auch sowas, was ich gerne mal nachholen würde. Das könnte man ja sogar mal machen. Das geht ja, das und New Order zusammen, gut, geht auch 20 Stunden. Denn die sind sehr umfangreich. Das hat 20 ja. Euro gekostet, hat trotzdem irgendwie 8 vollwertige Missionen gehabt. Also war wirklich auch ordentlich Spielzeit für das Geld. Ja. Ja. Und es hat einem kreativ gezeigt, was man mit einem Rohr, Stahlrohr, alles so an mit, Tötungsmethoden genau, machen kann. Genau, alles mit Menschen tun kann. Also das war auch sehr faszinierend. Ja. Auch faszinierend war dann das nächste Remaster sozusagen, und zwar Final Fantasy X und X-2. Ja, witzigerweise schon das zweite Remaster dieser beiden Titel, denn es wurde schon mal für die PlayStation 3 remastert. Und jetzt wurde es für die PlayStation 4 remastert. Ja, das nächste in der langen Liste der Remastered und Definitive Edition Spiele, sag ich mal.
ja, ich weiß nicht, was kann man großartig zu Final Fantasy sagen? Final Fantasy X war damals PlayStation 2 eines meiner absoluten Highlights und Lieblingsspiele. Ich habe viele Stunden damit verbracht. Ich fand die Story fand ich cool gemacht. Ich liebte die Charaktere. Die Grafik war damals bei PlayStation 2 also über sämtliche Standards erhaben. Ja. Also was die aus der Konsole, aus der PlayStation 2 Konsole rausgeholt haben, das konnte man sich nicht vorstellen. Wie sagt man, ich finde immer noch, man kann sich die Cinematic Scenes, also die Cutscenes und so weiter, von Final Fantasy X kann man sich immer noch heute ansehen und sie sind immer noch beeindruckend. Also sehen immer noch gut aus. Vielleicht ein bisschen hölzer mittlerweile, was die Charaktermodelle angeht, auch in den Zwischensequenzen, aber trotzdem sehen sie immer noch stark aus. Und Final Fantasy X war damals für mich ja so ein tolles Spiel, auch mit der Nebenbeschäftigung fand ich cool, zum Beispiel das Blitzball fand ich cool. Ich fand das Charakterdesign, also das Level-System fand ich cool, mit Sphero-Brett so rum, fand ich toll. Ich fand, mit Sin gab es einen mega krassen Bösewicht, so dem Motto, einfach ein riesiges Monster, keine, nicht wie bei anderen Final Fantasy Teilen, wo es halt eigentlich nur meistens eine Person ist oder ein Wesen, was halt irgendwie so, ich sag mal, wirklich intelligent ist, und da war es mal wirklich einfach ein riesiges fucking Monster, was halt einfach alles zerstört hat, was ja, ihm in die Quere gekommen ist. Und wo man dachte, das kann halt nicht richtig denken. Und ja, die, wie gesagt, die Charaktere fand ich auch witzig. Mit Yuna, Tidus, Rico, Auron, mein Lieblingscharakter so. Ja, Auron wohl einer der beliebtesten Final Fantasy Charaktere über alle ja, Teile. Das ist, also Auron ist einfach, ja, er ist einfach so fucking badass und so ein cooler Lehrmeister. Und einfach seine Sprüche waren so cool, wo er einfach so, ja, und ist halt so, was soll's. Reiß dich zusammen, wir kloppen jetzt da los. Also, ja, Final Fantasy X und dann auch das Ende dann halt, was da alles so passiert, das ist dann halt auch sehr emotional, war mit eines meiner Lieblings-Final Fantasy-Teile, ja, auf jeden Fall. Ja, für mich auch eines der letzten bisher guten, richtig guten Final Fantasies. Ja, ja, für uns beide auf jeden Fall eine schöne Kindheits- bzw. Jugenderinnerung. Ja. Ja, ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich glaube, dass ich das Kampfsystem und das Spiel an sich und alles heutzutage immer noch super finden würde. Ja. Dass ich aber glaube, von dem an, was ich mich gut erinnere, dass ich die Charaktere und so alles nicht mehr so gut finden werden würde wie früher. Das ist ja fast schon wieder, da überlege ich bis heute, ob das absichtlich so war oder ob das, ja. Es war, ich glaube, es war absichtlich, weil sie haben auch während des Spiels normal gelacht, sag ich ja, mal. Ja, aber auf jeden Fall hatte unglaublich schöne Szenen, unglaublich schöne Cutscenes, hat mich damals halt wirklich berührt und hat eine Musik von Rammstein. Muss ja, man auch mal sagen. Vor allem gleich mit einer der allerersten Songs, die laufen. Ja. Ja. Im Spiel. Ja. 10-2 war nicht mehr ganz so gut. War nicht mehr ganz so gut, weil es hat sich dann, hat sich das ja an sich sehr beliebte Kostüm Design, nee, Kostüm Kampfsystem aus älteren Final Fantasies zurückgenommen. Und hat aber darum quasi das ganze Spiel gestrickt. Das heißt, man ist quasi im ersten Kapitel, es waren 5 Kapitel, im ersten Kapitel ist man einmal durch alle Kapitel gerannt, hat alle Nebenaufgaben gemacht und so, hat neue Kostüme gesammelt, bla. Kaum wichtige Story passiert. Ja. Zweites Kapitel nochmal, drittes Kapitel nochmal. Ende des vierten Kapitels passiert dann erstmals was Relevantes und ab da geht die Story im Prinzip wirklich los. Also zumindest und, richtig krass los irgendwie. Das, und ja, das war einfach, ja, und hat sich halt auch nur auf 3 Charaktere fokussiert, von denen ich halt auch nur einen wirklich cool fand. Lass mich raten. Yuna? Nee, Riku? Nee, wie hieß denn nur die dritte? Pain! Ha! Mensch, Pain war's! Pain war's! Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, here comes the Pain. obwohl die in Verbindung mit Riku wirklich sehr gut funktioniert. Das war schön, das war schon wieder wirklich Slapstick-Humor irgendwie, ja, manchmal zwischen den beiden. Das aber ja, es war wirklich, war okay, aber ist halt tatsächlich das einzige Final Fantasy, was ich gespielt habe, was ich nicht durchgespielt habe. Hm. Ich kann halt mich nur wiederholen. Ende Kapitel 4, endlich kommt die erste Szene, wir sagen, oh, das ist wieder Final Fantasy, das will ich haben. Da hatte ich keine Lust mehr. Ja, dann kam wieder diese Map mit deinen ganzen Gebieten und ich dachte, nee. Ja, nee, das muss man auch wirklich sagen, weil, also wenn ich mal vergleiche, Final Fantasy X war wirklich, ich hatte so oft Gänsehaut, es gab so viele Magic Moments und tolle Momente. Und bei X-2 gab es eine einzige Szene, an die ich mich immer noch erinnere, die halt wirklich richtig toll und krass war. Und das war damals dieses Konzert in der Blitzebene oder Blitzsteppe, wo dann
wenn man halt die Story kennt, ist halt so, dass dort nie Sonne scheint, sondern es ist immer nur dunkel bewölkt und Blitze. Und bei diesem Konzert, was total coole Musik auch damals war, öffnet sich auf einmal die Wolkendecke und es erscheint zum ersten Mal seit 100 Jahren oder irgendwie so Sonnenlicht durch die Wolken. Das war das einzige richtig krasse und schöne Magic Moment Element bei, also für mich zumindest bei Final Fantasy X-2, abgesehen vielleicht noch von, wenn man es geschafft hat, irgendwie auf 100% zu spielen, was ich nicht gemacht habe, das Ende denn. Ja. Ja, dann kam The Last of Us Left Behind als Standalone, das DLC. Genau. Den ich ja noch spielen möchte. Ich möchte sowieso Last of Us auf der PlayStation 4 nochmal spielen. Ein Spiel, mit dem ich ja ein bisschen auf dem falschen Fuß aufgestanden bin und dann es lieben gelernt habe. Es wird auch demnächst, na was heißt demnächst, wenn ich es nochmal gespielt habe, wird auf unserem Kanal eine Reihe kommen, wo ich mich damit auseinandersetze, warum The Last of Us für mich das beste Storytelling, das es bis jetzt in Videospielen gibt, hat. Oh. Und deshalb liebe ich dieses Spiel auch, denn es ist von seinem groben Spielkern her, ist es halt ein Third-Person-Shooter mit Stealth-Elementen, wo man durch eine postapokalyptische Welt muss und als Hauptcharakter Joel ein Mädchen namens Ellie begleitet, weil das Spiel spielt in einer Welt, in der quasi ja so eine Art Zombie-Apokalypse durch einen Pilz ausgebrochen ist. Alle Menschen werden verrückt. Dazu muss man sagen, dass bisher, was ich so von allen, ich sag mal, postapokalyptischen Zombie-Spielen mit die beste... Moment, wir müssen einen kurzen Cut machen. Da sind wir wieder. Ja, ich war gerade dabei zu erzählen, dass ich halt finde, bei The Last of Us ist mit einer der besten Erklärungen, oder eigentlich die beste Erklärung für mich, die es so bei Spielen gibt, warum so eine Art Zombie-Apokalypse oder Armageddon überhaupt ausgebrochen ist, weil dort ist halt so, dass dieser Pilz auf einmal, also eine neue Pilzart ist halt entdeckt worden und diese hat sich dann auf die gesamte Welt verbreitet gehabt. Und das Ding ist halt, diese Pilzart, die dort mutiert ist und dann halt die Menschen befallen hat und dann deren Gehirne auch übernommen hat und dadurch dann sie überhaupt in diese Pilzmonster verwandelt hat, gibt es halt auch wirklich in unserer Welt. Es gibt diesen Pilz wirklich. Es gibt kleine Ameisen, die halt von diesem Pilz befallen werden. Der Pilz befällt dann das Gehirn der Ameise und wächst dann halt auch aus der Ameise heraus und zwingt diese Ameise dazu, dann irgendwo an einen Grashalm zum Beispiel hochzuklettern, sich daran festzuhalten und darauf zu warten, gefressen zu werden. Mhm. Während halt aus dieser Ameise der Pilz herauswächst. Ja, oder macht sie ja teilweise auch wirklich aggressiv. Also das ist so... Ja. Also dieser Pilz, den gibt es in unserer Natur wirklich, nur natürlich zum Glück nicht so heftig mutiert und er befällt eigentlich auch nur diese kleinen Ameisen. Soweit ich weiß, geht er nicht auf andere Tiere über, sondern es ist auf diese Ameisen beschränkt. Auch nicht zum Glück hier bei uns in Europa, sondern schön da drüben. Ja, aber natürlich alles denkbar, ne? Dann mutiert dieser Pilz irgendwie und kann plötzlich auf andere Wesen übergehen und wir haben ein Problem. Richtig. So, deswegen war das so für mich mit einer der besten Erklärungen oder die beste Erklärung, warum denn überhaupt jetzt gerade so eine Art Zombie-Apokalypse ausbricht. Ja. Und ja, dann, was das Spiel wirklich herausragend macht, ist zum einen, also das hat ein, zwei Gegner geschaffen, vor denen hatte ich mehr Angst als vor allen Gegnern in Horrorspielen in den letzten Jahren. Und das Storytelling ist es halt einfach, weil diese Beziehung zwischen Joel und Ellie so realitätsnah ist und so eine realistische, tolle Entwicklung nimmt. Auch beide Charaktere sind in keiner Sekunde irgendwie klischeehaft. Mhm. Ich kann immer verstehen, was die machen. Ich kann verstehen, wie sie sich zueinander verhalten. Und da findet halt auch eine Entwicklung statt, denn am Anfang werden die beiden einfach zusammengeworfen, so. Ach, was ich sagen wollte, genau, Ellie ist, das erfährt man in der ersten Spielstunde, Ellie ist immun gegen diesen Befall. Und sie wollen aus ihr ein Gegenmittel machen. Genau. Und deswegen soll Joel sie zu einem Ort bringen und ja, am Anfang ist sie halt ein Auftrag und sie können sich nicht sonderlich gut leiden und wie das über die Zeit halt eben zusammenwächst und wie die beiden sich verhalten und eben aber auch in ihrer Liebe zueinander teilweise brutalste Charakterwandlungen durchmachen und auch Sachen tun, wo man als Spieler da sitzt, versteht, warum sie es machen, aber es unglaublich hart ist anzugucken, was sie gerade tun. Also dieses Spiel ist in jeder Sekunde, auch wenn es von den typischen Zombie-Klischees natürlich das ein oder andere bedient, logisch, aber es ist in jeder Sekunde so hart, so auf den Punkt und auch so toll geschrieben, dass ich wirklich
mehrmals mit Gänsehaut da saß und es hat für mich auch eines der perfekten, es ist ein sehr umstrittenes Ende, was ich natürlich nicht spoilere, keine Angst, aber es hat für mich eines der besten Videospielenden aller Zeiten, also das habe ich so in dieser Form noch nicht gesehen und deswegen wird bei uns, wie gesagt, eine Reihe kommen, weshalb dieses Spiel großartig ist. Left Behind habe ich noch nicht gespielt. Kam das echt erst dieses Jahr raus? Das Standalone, wie gesagt. Ach so, das Standalone. Es war halt erst irgendwie in dieser Kombi-Edition dabei, mal, genau. Ja. Und Left Behind hat dann quasi die Vorgeschichte erzählt. Da möchte ich jetzt gar nicht viel zu sagen, weil es auch Sachen aus dem Spiel spoilert einfach. Man kann ja einfach nur sagen, in dem Spiel geht es halt, da spielt man nicht Joel, sondern man spielt halt die Ellie. Und dass genau. Dann halt so ein bisschen erzählt wird, wie was alles bei ihr passiert ist, bevor sie eigentlich dann auf genau, und normalerweise, von allem, was ich gehört habe, normalerweise ist es so, dass man ja sagt, Vorgeschichte. Naja. Und hier waren die Kritiken und auch die Fans halt einheitlich, das ist nochmal emotional eine Schippe besser als das Hauptspiel. Und deswegen. Ja, bin ich will nicht sagen, ob es jetzt besser war, aber es war auf jeden Fall auch gleich gut. Es war aus der Sicht schön gemacht. Also da, aber wie gesagt, ich glaube, ihr solltet die Standalone solltet ihr nicht spielen, ohne das Hauptspiel gespielt zu haben. Also wenn dann holt euch, also wenn ihr noch nicht das gespielt habt, dann holt euch gleich beides. Und vor allem auch dann würde ich sagen, rein vom, wie ich es jetzt einschätze, rein vom emotionalen Wert her erst das Hauptspiel und dann. Obwohl ich es mir DLC lustig vorstellen würde, wenn man zuerst durch den DLC spielt, weil es ja, also es ist ja wirklich, in diesem DLC kommt wirklich nichts vor, was, ja. Also so, oder? Doch, da kommt eigentlich nichts vor, was irgendwie zum Hauptspiel gehört. Und wenn man dann halt diese ganze Hintergrundstory von ihr kennt und dann das Hauptspiel spielt. Es, und es dann gibt halt natürlich wieder einen interessanten neuen Blick auf sie. Deswegen, genau, und wenn man dann im Hauptspiel halt so sieht, wie sie reagiert und wie dann halt Joe aus ihr reagiert und die ganze Welt aus ihr reagiert und man aber schon dann das Wissen hat, was denn diese, was da alles schon davor passiert ist, das ist dann schon, glaube ich, wieder sehr interessant. Ja, also... Müsste mal gucken. Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, wenn ihr im Besitz einer PlayStation 3 oder PlayStation 4 seid, das Spiel ist, wie ich finde, die ersten paar Stunden ein bisschen schwerfällig, aber dann lohnt es sich zu 100%. Wenn ihr mit dieser Art Spiel etwas und mit Stories was anfangen könnt, müsst ihr das spielen. Ja, und vor allem auch diese, also es gab so viele Magic Moments, also beim Hauptspiel, zum Beispiel mit der Giraffe fand ich so schön, die Szene da, oder dann halt auch so krass einfach, wie wunderbar eiskalt sie wirklich alles gezeigt haben, wo in anderen Spielen das denn groß inszeniert wird, irgendwie mit viel Tamtam und keine Ahnung was. Ja, auch das, die Gewalt in dem Spiel ist nicht da, um Gewaltporno abzuziehen, sondern ist einfach so, gehört halt dazu, das ist diese Welt. Also allein so Momente, wo dann halt irgendwie so ist, ha, wir lassen euch nicht vorbei, oh, ich habe keinen Bock mehr drauf, peng, fertig. Ja. Einfach eiskalt oder hey, Hilfe, bitte rettet mich, und er einfach voll Gas gibt und einfach ihn schön überfährt. Warum ist das getan? Das ist eine Falle. Das ist so schön, also wirklich so eiskalt auf den Punkt, wie halt und so eine postapokalyptische Welt wirklich ist. Ja, und ja, mit Ellie, also Ellie ist, wie gesagt, ich habe ja Clementine aus Walking Dead als den besten Kindcharakter beschrieben und Ellie ist definitiv der bestgeschriebenste jugendliche Charakter in Videospielen und vor allem wirklich auch so realistisch, wie ich mir ein Mädchen, was in dieser Welt aufgewachsen ist, so vorstelle. Ja. Ich wollte gerade sagen, was du merkst, aber die ist ja eigentlich nicht jugendlich, sie ist ja eigentlich erwachsen. Ja. Ja, toll, toll, toll. Jetzt konnte ich auch mal lange reden und schwärmen. Ja. Und wie gesagt, ich war bei Last of Us, ich war zweimal kurz davor aufzuhören, weil ich es am Anfang halt wirklich nicht gut fand. Ja. Das war komisch, weil der Anfang ist doch eigentlich auch ziemlich gut. Ja, wir sagen jetzt nicht, was es ist, falls ihr es noch spielen wollt, was wir wie gesagt empfehlen. Aber es ist passiert halt in der ersten Viertelstunde, passiert gleich was sehr Krasses, was alle total krass fanden. Und boah, und ach so, was und das Spiel gleich abliefert. Und ich war so, oh, das ist ja billig. So, ich fand das, was sie da machen, fand ich als sehr billig. Später macht es alles total Sinn. Also später fand ich die Entscheidung total wichtig, die sie da fällen. Aber am Anfang dachte ich, oh, ist das billig. Deswegen, so. Okay. Ja. Ja, aber weg von dem Billigen, obwohl das ist jetzt eigentlich auch falsche Überleitung, weil Last of Us ist nicht billig. Trotzdem, weg von Billigen, rauf zum Teuren, und zwar zu den teuren Autos, Project Cars. Ja. Ja, das ist das nächste Spiel, was dann rauskam. Wir sind halt keine Rennsimulatoren-Fans oder Rennspiel-Fans. Ja, also wenn schon Rennspiel, dann eher arcadisch. Genau. Und Project Cars war halt eigentlich für alle, die in den letzten Jahren richtige Simulationen vermisst haben. Genau, und halt, was soll man sagen, Project Cars sieht super aus, es ist sehr, sehr gute Grafik und ist halt wirklich
das Herz eines jeden Tuners ist, glaube ich, dabei aufgesprungen bei Project Cars, weil du kannst da, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wirklich selbst die winzigste kleine Schraube an deinem Auto umändern, um das schneller zu machen oder einen Abtrieb zu ändern, Lenkung, Bremse, keine Ahnung, was da alles für Fachbegriffe noch existieren. Also du kannst halt wirklich dein komplettes Auto da umgestalten, hochtunen, runtertunen, keine Ahnung was. Was denn? Ich fand die Formulierung gerade so schön. Lenkung, Bremsung und was da noch für Fachbegriffe existieren. Ja, Abtrieb, Untertrieb, Rauftrieb, keine Ahnung. Ja, hat sich großer Beliebtheit erfreut, hat auch sehr, sehr gute Wertungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, bekommen. Ja. Ja, also eigentlich ein Must-Have für jeden Rennspiel-Fan und Rennsimulatoren-Fan, glaube ja, ich. Ja, also was man wissen muss, ist halt wirklich sehr nüchtern. Also es ist, die Karriere ist, hier sind die Cups. Ja, gut. Fahre sie. Ja. Und der Online-Modus, aber ich denke mal, das dürfte mittlerweile gefixt sein, war halt am Anfang noch sehr kaputt. Ich denke mal auch, das ist jetzt ein halbes Jahr. Also ja. Die dürften da, halt, glaube ich, jetzt doch schon einiges gemacht haben. Ja, und was ich sehr lustig fand. Ich glaube sogar, dass das mittlerweile oder vor kurzem erst sogar ein großes Add-on für das Spiel entstanden kann sein. Was ich sehr lustig fand, es wurde angekündigt ursprünglich für Xbox One, PlayStation 4, PC und Wii U. Ach weil so lange ist es schon angekündigt. Ja. Da haben sie immer gesagt, ja, Leute. Wii U packt das nicht so richtig nee. Und dann sich die Fans beschwert, was habt ihr aber versprochen und Kickstarter und bö. Und dann hat der Chef aber gesagt, so ein bisschen ironisch, ja Leute, aber sind wir doch mal ehrlich, wer spielt denn überhaupt auf der Wii U? Ja. Es gab dann noch einen Shitstorm und ich dachte so, ach Mann, ey, man muss doch auch mal eine. Ja, natürlich, für die Wii U-Leute super doof, die es gebackt haben. Und ich glaube aber, dass sie da irgendwas gemacht haben. Dann. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, ich fand den Spruch trotzdem lustig. Ja. Aber apropos Shitstorm. Ein Shitstorm hat auf folgendes Spiel schon sehr oft erlitten. Und zwar auch sehr oft von uns. Eigentlich immer nur. Und zwar Destiny. Und hier in diesem Falle Destiny House of Wolves Expansion. Wir sprechen dann bei Taken King. Ja, drüber. Also es kam da. Und ich würde sagen, über Destiny dieses Jahr sprechen wir generell, wenn Taken King dann da ist. Okay, Shitstorm, Destiny, House of Wolves war ziemlich scheiße. Weiter. Life is Strange Episode 3 war nicht so scheiße. Ja, kauf das. Genau, kauft das. Wir haben darüber gesprochen in unserem ersten Quartalsrückblick genau. Und in einem extra Podcast. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, hört euch das an. Wenn ihr es nicht wissen wollt, kauft euch das. Kauft euch das. Einfach kaufen. Ja. Was ihr euch auch wahrscheinlich kaufen solltet oder bereits gekauft habt, ist... Ja, das halte ich aber für unwahrscheinlich, dass es hier schon mal gekauft hat. Stimmt. Akiba Strip will wahrscheinlich keiner haben, wa? Ja. Ja, wir reden natürlich von Akiba Strip, Undead und Undressed. Von welchem Spiel sollten wir sonst reden, was noch im Mai erschienen ist? Also, ja, da gibt es noch ein paar andere Spiele, aber nichts Großes halt irgendwie. Ja, Akiba Strip oder Akiba Strip. Strip. Undead and Undressed. Obwohl ich glaube, es heißt Undead and Undresses eigentlich. War ein Vita-Spiel, was mittlerweile auf die PlayStation 4 rausgekommen ist. Ja. Wo man durch Tokio rennt und gegen Dämonen kämpft und die sind unverwundbar. Außer sie kommen mit Sonnenlicht in Berührung. Deswegen muss man sie so lange schlagen, bis sie ihre Klamotten verlieren. Und dann kann man sie töten, weil sie von Sonnenlicht berührt werden. Aber. Ich habe mich da schon mal korrigiert. Ich dachte, es wäre so ein klassisches Nippon Ishii, du musst vollbusige Frauen verprügeln. Nein, man verprügelt zum Anfang erstmal die ganze Zeit Jungs und Männer. Also das ist da immerhin. Ist gleichberechtigt. Du verprügelst einfach alles. Du verprügelst ja. Und dann wird es nackt. Klamotten. Dann wird es nackt und dann ist es kaputt. Ist und tot. Man muss ja sagen, sie behalten jetzt zumindest die Unterwäsche an. Das ist im Prinzip ist das ein Plädoyer für Zucht und Ordnung, denn... Wer sich auszieht, der stirbt ja in dem Spiel. Siehste? Also zieht euch nicht aus. Und deswegen mag ich dieses Spiel nicht. Merkwürdige Moral der Geschichte oder so. Ja. Jemand, der es auch gern mag, wenn sich die Frauen ausziehen, ist der Hexer. Ja, der Geralt. Und von dem haben wir natürlich eigentlich gerade gesprochen. The Witcher 3 Wild Hunt, das große Spiel des Jahres eigentlich, auf was die gesamte Welt gewartet hat. Dessen Kampfsieben ich, obwohl bis jetzt seit 3 Monaten nicht gespielt habe, immer noch im Kopf habe. Das kriegt man Das kriegt man nicht mehr so schnell aus dem Kopf. Ja, das Witzige ist, wir haben es immer noch nicht durch. Es ist im Mai erschienen, wir haben es immer noch nicht durch. Wir wissen selber noch nicht, wie das Ganze eigentlich ausgeht, also können wir euch da überhaupt nicht spoilern. Ich korrigiere, wir haben es noch nicht ansatzweise durch. Wirklich. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben, glaube ich, zum letzten Mal Witcher 3 vor 2 oder 3 Monaten aufgenommen. Ja, weil wir haben halt im
wir haben halt so viel voraufgenommen, vorproduziert, meine Güte, vorproduziert, dass wir halt... Ein Glück, ein sonst Glück, hätten wir ja, ein Problem. Das stimmt allerdings. Dass wir bis Folge 140, 140 sogar vorproduziert haben. Jetzt ist, glaube ich, heute war Folge 109? 106 rausgekommen. Ja, da wisst ihr mal, was wir alles vorproduziert haben. Ich glaube, wir hatten noch mehr als einmal bei Witcher gesagt, frohe Weihnachten euch übrigens und frohes neues Jahr und so weiter. Immer zu früh. Immer viel zu früh. Aber naja, was soll's. Aber ich meine, hey, jetzt könnte es ungefähr stimmen. Ich meine, heute schneit's schon mal. Wir haben Ende November, also so leicht dran. Ja, langsam. Jedenfalls, wohl das Spiel dieses Jahr, was zu einem Hype... Direkt. Ja, wo alle da eigentlich davon ausgegangen sind, dass es den Hype nicht standhalten kann. Also es war die allgemeine Meinung, es kann nicht so gut sein, wie es aussieht. Ja. Aber es ist verdammt nochmal so gut, richtig, wie es aussah. Es ist eine wunderbare, eine sehr, sehr coole Geschichte ist dabei. Sämtliche Nebenhandlungen und so Sachen, über die man stolpert, sind wunderbar inszeniert. So muss man auch Dialoge richtig inszenieren. Ja. Entscheidungen wirken oder selbst die kleinsten Entscheidungen wirken immer so, okay, das kann ziemlich einen Einfluss haben, auch wenn es vielleicht nicht immer unbedingt Einfluss hat. Ja, aber für mich hat es wirklich völlig gereicht, wenn ich darüber richtig entscheide, ob ich ein ganzes Dorf auslösche oder eben nicht, dann ist das für mich entscheidend. Ja, klar. Ja, ich weiß, die großen meine ich gar nicht, sondern so auch kleinere Entscheidungen, Nebenquests und so weiter. Aber selbst da ist es halt immer so witzig, wie man sich denn halt verhält und was man so macht. Also, wenn ich mich erinnere an die eine Quest da, wo wir da auf die Typen da getroffen sind, mit denen getrunken haben, wo wir schon vornherein gesagt haben, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Egal, wir trinken. Ja, was soll's. Das war wirklich, dann standen wir da nur noch in Unterhose da. Ja. Das war schon nicht schlecht. Also wirklich ein Spiel mit einer unglaublich tollen Mittelalter-Welt. Ja. Wirklich, also da wird oft kritisiert, die sei zu gleichförmig, aber ja, so war der Norden von Europa ist nun mal so. So wie, also sie haben sich wirklich zu Brust genommen, wie ist eigentlich so im Mittelalter damals gewesen. Ja, aber wirklich, Novigrad, die Hauptstadt dieses Spiels, ist so gigantisch groß und wirklich mit schiefen Gebäuden, dann sieht man noch Baugerüste da dran, überall in dieser Welt passiert was, man rennt ständig in Zufallsereignisse rein, die Nebenquests, also es ist wirklich, man kann stundenlang Geschichten erzählen, was man am Wegesrand entdeckt hat in diesem Spiel. Es gibt mit Gwint ein vollwertiges Kartenspiel, was da drin ist, was super Spaß macht. Und man, es ist wirklich, wenn ein super Kartenspiel drin ist und man spielt es nie, weil das Spiel einfach zu gut ist dafür. Soll schon was heißen, in der Hauptstory wirklich die Charaktere nicht schwarz-weiß. Man kriegt viel Hintergrundinfos, warum sind die so, wie sie sind. Ja. Ja, also es ist wirklich, wirklich einfach umwerfend gut, dieses Spiel. Sieht fantastisch aus. Weil Witcher 3 setzt auch einfach komplett neue Standards, was Open-World-Rollenspiele angeht. Also generell, was Rollenspiele angeht, was Open-World-Spiele angeht, ist jetzt einfach die Messlatte extremst hoch. Ja. Ich meine, so Kleinigkeiten, das habe ich letztens erst erfahren. Hm. Und da sagte jemand, ich möchte das jetzt nie wieder anders sehen. Wenn man hier so eine Quest hat, wie bei Assassin's Creed, wo man einem hinterherlaufen muss, dann passt sich der Typ, dem du hinterherlaufen musst, deinem Tempo an, nicht andersrum. Nicht du musst irgendwie im Schneckentempo dem hinterher dackeln, sondern wenn du entscheidest, dem schnell hinterher zu laufen, dann läuft der halt auch schnell. Okay. Einfach des besseren Spielflusses wegen. Okay. Und so. Sowas ist doch toll, dass die an sowas denken. Es gibt dynamischen Bartwuchs, verdammt. Ja, das stimmt. Es gibt dynamischen Bartwuchs. Und es gibt Plötze. Und Plötze ist ja eh der Hauptkaufgrund eigentlich. Ja. Plötze, unser kleines Seepferd. Ich vermisse es wirklich. Ja. Ich will dieses Jahres. Aber wir lieben es heiß und innig. Wirklich, Plötze ist toll. Ja, also es ist wirklich... Also Witcher 3 wird höchstwahrscheinlich sämtlichen Redaktionen und Spielern und so weiter höchstwahrscheinlich den Titel bekommen, Spiel des Jahres. Und wahrscheinlich auch noch für lange, lange Zeit Rollenspiele und Open-World-Spiele, wie sie halt eigentlich sein sollen, bestimmen. Man merkt es am besten jetzt einfach mal, Fallout 4 ist jetzt vor kurzem rangekommen, mal kurz am Rande, und da ist einfach wirklich sehr viel Kritik, wo man sagt, es ist für Fallout 4 ein bisschen doof, dass es jetzt in dem Jahr erschienen ist wie Witcher 3, weil man jetzt halt mit Witcher 3 sehr viel vergleicht, und da muss man wirklich sagen,
stinkt Fallout 4 ab. Ja. Also was Inszenierung angeht, was die Quests angeht, Abwechslung angeht und so weiter, kann Fallout 4 nicht mitteilen. Ja. Fallout 4 hat andere Stärken, natürlich, aber... Ich meine, naja, vom Spiel her kann man die natürlich überhaupt nicht vergleichen, natürlich, aber so rein von Mechaniken her und so denkt man, ja, wäre Witcher dieses Jahr nicht rausgekommen, dann... Ja, dann das ist wirklich so, wenn Witcher 3 nicht rausgekommen wäre, würde wahrscheinlich Fallout 4 jetzt als das Rollenspiel des Jahres überhaupt betitelt werden, ja, und mit eines der besten Spiele des Jahres. Aber jetzt durch Witcher 3 ist halt so wirklich so, ja, Fallout 4, zwar total tolles Spiel und so, aber was Story angeht, ne, das ist... Ja, und dazu noch wirklich dieses unglaublich vorbildliche Verhalten von CD Projekt, die das Spiel permanent supporten, die noch jetzt immer noch auf Fanfeedback eingehen. Die Sachen, wo die Fans sagen, ah, das könnte aber noch rein und das ist nicht so cool, die das einfach nachpatchen, kostenlos. Ja, allein wie viele... Ich meine, klar, es war auch eine Marketingentscheidung von denen, die super Erfolg hatte. Sie haben einfach... Wie viele? 16 gratis. 16 waren es. 16 gratis DLCs. Klar, die waren jetzt nicht immer riesengroß. Es waren auch manchmal nur ein, zwei Quests. Aber trotzdem, die waren komplett kostenlos nachgeliefert einfach. Ja. Mit allen möglichen. Und wie gesagt, das ist so, die Fans haben gesagt, ah, Steuerung gefällt uns nicht so gut. Es wäre cool, wenn es direkt da wäre, eine Truhe, wo wir unsere Sachen reinpacken könnten. Sagt CD Projekt, gut, machen wir. Patchen wir euch rein. Oder halt auch mit dem Gewichtsproblem halt, dass dann gesagt wurde, ja, ich habe hier so viele Bücher und Zutaten, keine Ahnung, was soll ich alles damit machen. Zack, wiegt halt jetzt nichts mehr. Wunderbar. Ja. Man kann ja, und halt dann dazu noch die Add-ons, wo jetzt das erste rausgekommen ist, wo sie 10 Euro für ein 15-Stunden-Add-on nehmen, ja, wo sie nochmal komplett neuen Landstrich für entwickeln, eine Story auf Hauptniveau, Hauptstory-Niveau, mit Nebenquests, mit neuer Romanze, mit allem. Also die setzen da wirklich einfach in allem, was man machen kann, Standards. Ja. Dieses Jahr. Also deswegen, Witcher 3 wird für lange Zeit wirklich so diese Messlatte sein. So muss ein Rollenspiel in der Open World sein und nicht anders. Oder generell so müssen Open World Spiele sein und nicht anders. Ja. Also das ist schon, ja, Witcher 3 mit das Spiel des Jahres auch für uns. Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann ein eher kleinerer Titel, was sich allerdings auch mit Magie beschäftigt, so wie in Witcher 3, Magicka 2. Das ist für mich halt ein kleines Leckerchen sozusagen gewesen von diesem Jahr, weil ich halt, wie gesagt, ich bin großer Fan von den Machern auch von Magicka und habe Magicka 1 damals mit einem Kumpel rauf und runter gespielt, sämtliche Erweiterungen und DLCs gespielt und habe mich extrem auf Magicka 2 gefreut. Auch Let's Plays könnt ihr euch auch angucken bei uns mit dem guten Macaron zusammen. Und ja, das Ding allerdings, muss ich sagen, Magicka 2, also die Story setzt auch nach Magicka 1 ein. Ist wieder herrlich abgedreht und total verrückt. Es gibt auch wieder wunderbare Charaktere und so viele Anspielungen und Parodien auf die gesamte Popkultur, Spielekultur, Film, Serienkultur. Allein wie viele Anspielungen auch auf Game of Thrones Existenz sind. Hans Schnee war super. Hans Schnee war toll. Es ist wunderbar. Und also dafür liebe ich diese Spiele. Allerdings war es im Vergleich zu Magicka 1 nicht ganz so gut. Einfach aus dem Grund, weil es zu kurz war. Also es war für mich wirklich einfach zu kurz, was die Story angeht. Es gab nicht wirklich so leichten Twists irgendwie, wie bei Magicka. Also es gab einen Twist, aber ansonsten halt nicht viel mehr, wodurch das Spiel vielleicht ein bisschen länger geworden gewesen sein könnte. Es gab halt auch verschiedene Sachen, was Zauber angeht, haben sie so ein bisschen rausgenommen, was schade ist, was sie mittlerweile wieder durch kostenlose Patches auch wieder mit reingenommen haben. Auch wieder neue Elemente reingebaut haben. Und ja, es war nicht ganz so rund einfach wie Magicka 1, muss ich wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz war es ein Riesenspaß, das zusammen mit dem Macaron zu spielen. Hat sehr viel Spaß gemacht, spielt es immer noch ab und zu mal zusammen. Ja, ist eine kleine schicke Indie-Perle und ich hoffe mal, dass sie weiter mitmachen. Und bin auch gespannt dann auf das Helldivers. Was? Helldivers. Helldivers, so. Helldivers, bin mal gespannt, wie das noch ist. Das kommt ja wahrscheinlich jetzt auch demnächst mal hier vorbei. Ja, was auch hier vorbei erschienen ist, neben Magicka 2, was ebenfalls auf dem Kanal ist, nämlich Rogue Legacy, was im Mai für die Xbox One rausgekommen ist, aber schon längst vorher für PC und PlayStation 4. 4, genau. Und das haben wir beide gespielt. Ich habe es auf dem PC gespielt, Grauton hat es auf der PlayStation 4 gespielt und Grauton hat auch Let's Played auf unserem Kanal. Könnt ihr euch auch sehr gerne angucken. Ja, die einzige Staffel von Grauton entdeckt Indie, die durchgegangen ist. Komplett. Ja. Muss man ja mal sagen. Und ich meine, ey, du hast andere dazu inspiriert, dieses Spiel zu kaufen. Ja, das hat mich wirklich sehr gefreut. Also ich weiß von alleine zwei Leuten, drei Leuten, die es gekauft haben. Liebe Grüße da an den Konso. Ja.
Ja, und zwei gute Freunde, die wissen auch schon, wer gemeint ist. Und ja, es ist ein Roguelike-Spiel, ein herrlich abgedrehtes. Ja. Es heißt Roguelike, man rennt mit seinem kleinen Ritter in eine Burg hinein Oder Ritterin. oder einer Ritterin, stirbt, nimmt aber sein Gold mit, kann sich davon neue Fähigkeiten, neue Charaktere und so weiter kaufen, rennt wieder in die Burg rein, stirbt wieder und so geht das dann immer weiter. Genau, und Und das Besondere ist aber, dass in diesem Spiel der jeweilige Erbe des Ritters, den man da hat, deswegen Legacy. ja, dann eben auch Fähigkeiten oder Eigenschaften haben kann, wie Tourette. Das heißt, immer wenn er getroffen wird, tauchen so Fluchblasen Ja. immer auf. Er kann dement sein, das heißt, er kann sich an die Map des Schlosses nicht mehr erinnern. Ja. Er kann Halluzinationen haben, dass Gegner auftauchen, die überhaupt nicht da sind und so eine Sachen. Er kann, Also. es gibt auch so lustige Sachen wie zum Beispiel, es gibt keinen Göffel, dann ist die gesamte Map so im Matrix-Style Ja. so irgendwie ein bisschen. Oder er hat keinen Fußpuls, dann werden keine Stachelfallen ausgelöst. Ja. Also Wie lange das gedauert hat, bis ich das gerafft habe. ja. Und dann stand ich da, hä? Warum? passiert nichts. Ja. also es ist herrlich, es geht auch kurzsichtig, weitsichtig oder dass man nur sehr dunkel alles sehen Es kann. gibt sogar, dass die ganze Map auf dem Kopf steht. Genau, das gibt's auch. Ja, und alles halt immer mit irgendwelchen, also es ist wirklich, das ist halt wirklich bitterböser, schwarzer Humor, wenn man Ja. sagt, ja, periphere arterielle Verschlusskrankheit, deswegen werden die Fallen nicht ausgelöst, weil das Bein ist ja schon tot. Ja, das ist, also Rogue Legacy ist ein wunderbar herrliches Spiel, Ja, wo spielt man. sich dazu halt wirklich noch toll. Also Ja. es ist wirklich eine sehr direkte 2D-Kampfsteuerung, die teilweise sehr viel Geschick erfordert. Und ja, Wie, ist also wie auch mal wirklich. am Anfang einfach stirbt, dass man so ein bisschen so nach und nach gegen die Ja. Monster mal ankommt und so weiter. Und vor allem, man kann es, glaube ich, bis in die Endlosigkeit spielen, wie es der Konsole gerade feststellen Ja. darf. Man kann es nämlich bis ins New Game plus 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 Ich habe es plus ja tatsächlich nur durchspielen. einmal durchgespielt, weil ich dachte, ja, okay, dann machen sie ein paar neue Monster. Also, aber was die da abfeiern noch in den New Game Ja, Pluses? was für Monster vor allem? Ja. Also, das ist schon echt abartig. Plötzlich sind da Millionen von Monstern, völlig neue. Man selber kann plötzlich fliegen permanent. Und ja, also das ist wirklich ein Spiel, wo die sich wirklich krass Mühe gegeben haben. Ja. Und ja. Also, Rogue Legacy ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Auch eine sehr schöne Indie-Perle. Kann man nur empfehlen. Ja. Holt es euch auf jeden Fall, wenn es mal wieder im Angebot ist oder so. Oder selbst wenn es nicht im Angebot ist. Wie gesagt, ist auf allen Plattformen mittlerweile erhältlich. Wie gesagt, seit diesem Mai auch für Xbox One. Wie gesagt, ich wollte es, ist eigentlich letztes Jahr schon rausgekommen, aber ich wollte es an dieser Stelle gern nochmal würdigen. So, würdigen müssen wir hier an dieser Stelle ebenfalls ein witziges kleines Spielchen und zwar von Nintendo Splatoon. Ja, und würdigen müssen wir es schon deshalb, weil es eine neue Marke von Nintendo ist. Ja. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Ja, Und alle 10 Jahre oder so ja. mal. Ja, und das war ein, ja, ein Team-Shooter von Nintendo, Von Nintendo, ja. wo man sich mit Fünfer-Teams, glaube ich, von Tintenfischen Genau. gegenseitig Farbe um die Ohren ballert. Und es geht darum, möglichst viel Prozentanteile der Map mit Farbe einzukleistern, der eigenen. Und das Besondere ist halt, dass man mit diesen Tintenfischen halt in der Farbe ganz schnell schwimmen kann und in der gegnerischen total langsam wird und Schaden nimmt. Genau. Und dann gibt es eben auch verschiedene, da gibt es halt einen Tintenfisch, der hat so eine Rolle, mit der kann er quasi nicht kämpfen, aber kann halt ganz viel Farbe verteilen. Einen mit so einem Farbmaschinengewehr. Ja, und es ist wohl sehr lustig, hat am Anfang unter den typischen Nintendo hängt dem Internet 20 Jahre hinterher, Krankheiten gelitten. Zum Beispiel kein direktes Matchmaking, keine direkte Auswahl der Maps. Das Genau. heißt, es wurde dir einfach eine Map zugeordnet immer und du konntest dir nicht aussuchen, welche. Ja. Kein Voice-Chat und ja, so eine Sachen. Mittlerweile haben sie einiges davon nachgepatcht. Es gibt auch mittlerweile noch sehr viel mehr Inhalte. Es gibt noch verschiedenste andere Spielmodi. Ja. Neue Waffen werden auch immer wieder nachgeliefert. Also jetzt gibt es zum Beispiel auch einen normalen Einhandpinselein irgendwie. Ja, und zwar Scharfschützen. kostenlos, muss man dazu Natürlich, sagen. genau, alles kostenlos natürlich. Also alles, was bis jetzt für Splatoon erschienen ist, ist alles kostenlos gewesen. Alle Patches, wie gesagt, neue Maps auch ständig. Man kann sich in komplett coolen, funky Sachen da irgendwie einkleiden, total bescheuert aussehen. Und natürlich, ich meine, natürlich total cool. Ja, und es ist ein. Ich habe es mal bei einem Kumpel ein bisschen gespielt. Ich muss sagen, ich komme leider mit der Wii U-Steuerung überhaupt Ja. nicht. Also mit dem normalen Wii U-Pad komme ich überhaupt nicht zurecht. Und generell ist halt. Shooter ist für mich Maus, Tastatur, ich brauche richtig Kontrolle. Und Ja. nur mit so einem kleinen Steuerknüppelchen oder mit diesem fetten Bildschirm da zu spielen, ist gar nicht Ja, meins. aber in jedem Fall super coole Idee Ja. und ja, ist ja wohl auch voll eingestellt. War halt am Anfang wirklich ein bisschen klein,
Aber man muss ja sagen, vorbildlich, das haben sie jetzt wirklich über die Monate konsequent weiter aufgebaut. Also da wird dann die Spielerschaft auch nicht hängen gelassen. Nö, also Splatoon, glaube ich, erfreut sich selbst jetzt immer noch großer Beliebtheit. Also ich habe letztens erst von einem YouTuber erlebt, der da halt ein Event gemacht hat und da hat er immer sofort jede Menge Spieler gefunden, die das immer noch spielen, die da auch wirklich schon in den höchsten Rängen sind und keine Ahnung was. Ja. Also das wird bis heute anscheinend immer noch sehr, sehr gut gespielt. Ja, und war ja auch mal ganz schön zu sehen, dass Shooter auch familienfreundlich geht. Ja, das stimmt allerdings. Das war, generell Splatoon war einfach die Überraschung überhaupt von Nintendo. Also Ja. das war nach allem hohen Spott und Verzweiflung, die man so Nintendo so immer angedacht hat, so in letzter Zeit, war Splatoon auf einmal so, huch, Nintendo, du kannst ja auf einmal mal wieder was. Ja. Huch. Na, dieses Jahr hatten sie sowieso wieder ein besseres Jahr. Also Ja. Ende letzten Jahres, dieses Jahr war so langsam wieder so, ja, okay, Auch wenn und sie jetzt auf zeigt man der... nächstes Jahr noch, was die NX ist und dann Genau. vielleicht. Obwohl sie ja sich denn auf der diesjährigen E3 nicht gerade mit Ruhm bekleckert Ja. hatten. Ja, aber wie gesagt, also wenn nächstes Jahr, was sie ja gesagt haben, schon die NX auf der E3 gezeigt wird und wenn die Gerüchte, dass die stärker sein soll als PS4 und Xbox One, oder es hieß ja sogar, dass die damit den Boden aufwischt. Also da bin ich, ja, Also. da bin ich wirklich gespannt, wenn das wirklich so ist, das wäre schon. Also, es wäre auch wieder witzig, wenn Nintendo jetzt nach all den Jahren, wo sie immer gesagt haben, wir brauchen was Besonderes, es geht nicht um die Technik, wenn die jetzt einfach die Technikkeule auspacken und sagen: Hört mal, wir haben 22 Milliarden auf der hohen Kante. Wir können uns die beste Technik erlauben. Wir können das. Mal sehen. Ich glaube es noch nicht so richtig. Das ist eigentlich nicht Nintendos Stil. Wie Aber. gesagt, ich hatte ja damals noch die Theorie, als mit NX zum ersten Mal kam, dass sie vielleicht jetzt auf diesen Virtual Reality Zug wirklich aufspringen können und die Mega Virtual Ja. Reality Konsole rausbringen, bis Nintendo auch immer sagte, wir hassen Virtual Nein, Reality. Reggie, ich habe das Zitat heute noch im Kopf. It is antisocial and it is not fun. Genau, so, okay, dann so. It is not fun. Alles klar, Nintendo, dann halt nicht. Ich meine, von ihnen kam die allererste. Ja. Von ihnen kam die allererste Virtual Reality Brille. Die ist zwar damals komplett gefloppt, aber. Aber bei Nintendo kann ich mir auch vorstellen, dass Reggie Fils-Aimé da auch noch nicht wusste, was die NX ist. Ach Das. so, wir machen. Ah. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Nennt es nicht Nintendo VR. Das wäre natürlich jetzt auch der Hammer. Dann weißt du, und jetzt, und bei uns jetzt auf der E3, die Nintendo VR NX war nur der Arbeitstitel. Obwohl ich denen wirklich zutrauen würde, dass sie sich dann nicht so ernst nehmen und dann sagt: You know what? I tried it. And guess what? It's Ist fun. fun! Ja, das könnte auch sein. Wer weiß. Also, ja, das ist natürlich, also, das ist, NX ist, glaube ich, mit eines so dieser meist erwartesten Highlights des nächsten Ja. Jahres wirklich. Und wie Was gesagt, steckt also dahinter? ich wäre wirklich, also wenn Nintendo das jetzt wirklich macht, was ja einige vermuten, dass sie nächstes sagen auf der E3: Leute, das ist die NX, im Winter kommt sie. Also das wäre wirklich. Also damit, das wäre so der Hammer. Die würden, glaube ich, damit auch wirklich so viel Geld wieder verdienen. Vor allem, wenn sie halt wirklich diese Leistung bringen. Kommt natürlich immer darauf an, welche Spiele denn dafür natürlich Ja, da das ist sind. halt Das der ist natürlich Knackpunkt, ja. die Frage. Ja, aber allein wenn das dann nicht Wii X heißt, ist, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Wii U NX! We are. Oh! I did it. Oh nein! Aber was so geschrieben war, Ja. W-I-I-R! W-R! Oh nein! Die neue VR-Konsole von Nintendo. VR. R! Ach, schön. Ich möchte eine VR, eine Wii, nein, eine VR, eine Wii U, nein, eine Eine VR? Nein, eine VR. Arr. Vor allem, die können auch so schlecht das R sprechen. Ha, ja. Das wäre schön, ja. Ähnlich im Look, nämlich ein bisschen comicartig, sind sich Splatoon und Heroes of the Storm. Vom Spielstil haben sie allerdings nicht viel Keine miteinander zu schlechte tun. Überleitung. Denn Heroes of the Storm ist ein MOBA von Blizzard, die sich, glaube ich, bis heute in den Arsch beißen, dass bei Warcraft 3 Dota erfunden wurde und sie nicht die sind, die Dota Ja, offiziell rausgebracht auf haben. jeden Fall. Jetzt haben sie aber Heroes of the Storm rausgebracht. Ich weiß, keine Ahnung, es stand da einfach so, aber ich glaube, dass die offizielle Hauptversion ist, glaube ich, noch nicht raus. Ich glaube, es war dann Beta, Alpha, was auch immer. Im Juni ist es nicht dann schon rausgekommen? Keine Ahnung, kann Also auch Heroes of sein. Storm ist schon längst draußen jetzt. Ja.
Dann ist Heroes of the Storm da rausgekommen. ja, und wie immer bei Blizzard haben sie halt sich das Genre genommen, das bestehende, und einen kleinen eigenen Spin dazu gepackt, nämlich, dass zum einen man im Team levelt, anstatt jeder für sich, dass die Maps teilweise eine Ober- und eine Unterwelt haben, auf der man sich... Na, generell muss man sagen, dass die Maps halt im Gegensatz zu den anderen MOBAs halt immer was Besonderes hatten. Es war halt immer irgendein Obertheme, also was du jetzt gesagt hast mit den Ober- und Unterwelt, das ist halt eine Map gewesen, wo man halt auf zwei verschiedenen Etagen sozusagen kämpfen muss. Das ist halt wirklich das Besondere, dieses Alleinstellungsmerkmal von Heroes of the Storm ist halt wirklich diese Maps, abgesehen von dem ganzen Blizzard-Kram, von den Blizzard-Charakteren, die halt immer irgendein Thema hat, man muss immer irgendeine Aufgabe machen, mit dem man halt eher dann den Gegner besiegt. Was ich auch sehr cool finde, dass die halt damit auch wirklich sehr viele Experimente so gewagt haben und jetzt selbst sogar noch wagen. Letztens, jetzt vor kurzem, wir haben den 22.11., wo wir es aufnehmen, haben sie einen neuen Helden halt vorgestellt. Ja. Ogresh. Ogresh. Und dieser Held wird bei MOBA von zwei Spielern gesteuert. Ja. Also da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Wenn das erfolgt, dann wäre das, das wäre so cool. Also schon wie lustig vor. Ja. Vielleicht kommt dann irgendwann ein MOBA, wo dann fünf Spieler eine einzige Figur kontrollieren. Das ist so, jeder kontrolliert in einem Part. Das wäre doch cool. Ein Spiel, wo zwei riesige Roboter gegeneinander kämpfen und jeder Spieler übernimmt dann irgendeinen Part dieses Roboters. Zum Beispiel einen Arm, ein Bein, und dann müssen alle zusammenarbeiten, damit der Roboter richtig im Kampf funktioniert. Tja. Das wäre doch mal eine coole Idee. Macht das. Wenn ihr irgendeinen Spieler kennt, vollkommen egal, ob Indie oder große, da, bitte, meine Idee. Könnt ihr nehmen, macht ein Spiel draus. Wenn ich es kostenlos bekomme, schön. Ja. Ja, von daher habe ich da überhaupt nichts gegen. Ich bin ja ein bisschen MOBA-müde. Immer wenn kommt, ja, wir machen jetzt ein MOBA, aber es flaut ein bisschen ab, ne? Es flaut, ja. Dieses, oh, MOBA, MOBA, MOBA. Jetzt ist ja gerade mehr dieses Third-Person-MOBA. Genau. Die Team-Shooter, also was einst Team Fortress 2 gemacht hat, wird jetzt wieder beliebt und modern, so nach dem Motto, jetzt wo halt Overwatch und Battleborn und Gigantic und alles, ja. Einfach um sich ein bisschen von diesem MOBA abzuschotten und abzuheben, haben sie halt jetzt mal sowas gemacht. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, dagegen hatte ich nichts, weil, ja, wie üblich hat Blizzard halt was Eigenes draus gemacht und nicht einfach, ja, wir machen jetzt nochmal League of Legends und nennen es anders. Genau. So allgemein muss ich sagen, ich habe Heroes of the Storm nicht gespielt, weil ich hatte League of Legends halt früher gespielt, habe es aber mittlerweile auch schon wieder seit Monaten nicht mehr angefasst. Keine Zeit, wann soll man jetzt auch mal spielen, andere Spiele und bla und blub. Und Heroes of the Storm ist allerdings für mich so ein Einsteiger-MOBA, sage ich mal. Während so Dota und League of Legends sind halt wirklich so eine Spiele, die in E-Sport vertreten sind, wo es halt richtig um den eigenen Skill geht, gleichzeitig auch wieder auf das Teamplay geachtet werden muss, wo man alle möglichen kleinsten Mechaniken irgendwie beachten muss. Sekunden sind da ganze Minuten, Minuten sind Stunden, so nach dem Motto. Und Heroes of Storm ist halt wirklich so ein Einsteiger-MOBA, habe ich so das Gefühl, weil da zählt es halt wirklich eigentlich nur auf das Team, weil der Einzelne ist eigentlich vollkommen wurscht. Wenn du stirbst, bist du halt tot, dauert ein bisschen, bis du wieder da bist. Leveln tust du halt eh im Team. Ja. So nach dem Motto. Ja, man hat es ja auch auf der BlizzCon gemerkt, dass halt gab es ja Weltmeisterschaften in allem, in Hearthstone, in Heroes of the Storm und so, aber das war alles immer so nachmittags und das eigentliche Hardcore-Spiel StarCraft war halt immer noch abends im Hauptspot. Ja. Ja, oh Gott. Auch in gewisser Weise was mit Taktik zu tun, hat das nächste Spiel, nämlich mit Rundentaktik. Und aber was, und zwar auch mit einem Superhelden. Ja. Weil in Heroes of Storm geht es auch um Helden. In diesem nächsten Spiel geht es auch um einen großartigen Helden. Ja. Und zwar Skulls of the Shogun Bone Feud? Bonafide Edition. Ich habe Feud geschrieben, ja. Bonafide Edition. Okay. Ja, Skulls of the Shogun ist ein Spiel, was sich darum handelt, dass man als ein berühmter Shogun mit einem berühmten Bart, beziehungsweise man ist ein Feldherr, ein General, und kurz bevor man Shogun wird, wird man leider von hinten erstochen und muss in die Unterwelt. Und dort angekommen sieht man, dass da eine Schlange hinauf zu der Bewertung ist, ob man in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und die dauert 483 Jahre. Und da hat unser Shogun aber keinen Bock drauf. Und deswegen hat er gesagt, das machen wir jetzt mal anders. Wir stürzen jetzt die Fürsten der Unterwelt. Und ja, daraus entsteht dann ein herrlich abgedrehtes Rundentaktikspiel, wo man quasi mit Skelettbogenschützen und Skelettreitern und seinem Shogun Schädel essen muss, um seine Einheiten aufzupowern.
Und dann eben die Gegner niederschlagen. Und es ist halt wirklich, vor und nach jeder Mission kommen halt aberwitzige Dialoge, wo sich dann teilweise ein General immer als man selbst ausgibt und dann so: Ich bin es, Aki, ich meine, ich bin der große Lord Akamoto. Ja, seht doch meinen Bart. Und so, und also auf den Bart wird sehr großer Fokus gelegt. Bärte sind auch schön. Ja. Ich habe vergessen, mich zu rasieren heute, fällt mir gerade ein. Ja. Ja, passt gerade zum Thema Bart. Tolles Spiel. Das war Grauton entdeckt in die Staffel 3, um dieses traurige Kapitel jetzt mal abzuschließen. Ist, glaube ich, auch noch nicht abgeschlossen, oder? Naja, nee, die Achso, nächste. was Grauton entdeckt in die 3 sein sollte, wird, ist abgeschlossen, stimmt. Ja. Das nächste Mal dann mit 4. Aber ich hoffe, dadurch, dass ich abstimmen lasse, wird das Dass ja das ein schneller bisschen. geht. Ja. Ja, dann. Oh Gott. Jetzt. Wie finde ich denn? Da ist über. Auch ziemlich abgedreht. Genau wie Skies of the Shogun. War die vor. Dark Da, Dreams Don't don't Die. die. Ja, das ist das neue Spiel von Svery69. Oder Six. Bestimmt 69. Bei dem bestimmt 69. Ja. Svery. Das ist der Macher von Deadly Premonition. Ein Spiel, was schrecklich kaputt war. Aber halt irgendwie trotzdem einen Kultstatus hat, weil es ein. Ja, weil es halt auch aberwitzige Charaktere und total abstruse Momente hatte. Und in D4, das war ein Xbox One Exklusivspiel mittlerweile, auch für den PC, hat er sich gedacht, ach komm, da legen wir einfach nochmal 5 Schippen drauf. Ja. Und ja, es ist, du spielst einen einen Detektiv, so, und du musst quasi einen Fall klären und suchst dafür die. Und um mal das Niveau dieses Spiels festzulegen, die ist ja im Englischen die Abkürzung auch für dick. Und dann gehen halt unzählige Dialoge einfach darum, I'm searching Big D. Bla bla bla. Und dann so, was? Big D? Hahaha, Penis. So. Und das dann aber wirklich völlig abgedreht mit Charakteren, die irgendwie irgendwelche Modedesigner, die total abgefuckt sind und den Kuchen ins Gesicht geschmissen wird und alles ist verrückt und komisch und bestimmt Crank. lustig. Sollte ein Episodenspiel werden. Nach Episode 1 war aber erstmal Schluss, denn es hat sich miserabel verkauft, weil Microsoft es auch so gut wie gar nicht beworben hat und sich Dark Dreams Don't Die auch im Store wohl sehr schlecht gesucht hat. Tja, Ja. doof gelaufen. Dafür um einiges besser verkauft, wird sich wohl The Elder Scrolls Online, der Konsolen-Release, mit der Tamriel Unlimited Edition verkauft haben. Ja, denn mit dieser Edition, also mit dem Konsolen-Release, ist The Elder Scrolls vom Abo-Modell aufs Free-to-Play-Modell gewechselt. Nein, Auf ein genau. Buy-to-Play-Modell. Also einmal das Spiel kaufen, dann kann man es Kannst du spielen. spielen. Und es gibt natürlich noch einen In-Game-Shop für Rüstungen und so, Und Haustiere und aber keine der Ahnung ist wohl was. sehr fair. Also das Spiel an sich kannst du, wenn du es gekauft hast, auch wirklich komplett fair Genau. ohne Problem durchspielen. Ja, Dann könnte man sich zum Beispiel ein Beispiel mal nehmen. Blizzard, WoW und so. Das ist so krass. Ich hätte zwar keine Zeit, aber ich würde gerne mal wieder WoW zocken. Aber abgesehen von der Zeit wäre es auch wirklich so, ich habe keinen Bock, dafür 15 Euro im Monat Ja, auszugeben. aber ich sag mal so, ich würde auch, wenn mir immer noch 5 Millionen Leute im Monat 15 Euro bezahlen würden, würde ich auch nicht sagen, ja, ändere ich jetzt. Ja, aber ich meine, wenn sie es. Ich kenne auch andere Leute, die sagen, sie hätten mal wieder Bock, das zu spielen, aber holen sie es halt nicht, weil sie keinen Bock auf diese 15 Euro im Ja. Monat Ja, haben. werden sie halt machen, sobald es. Wahrscheinlich irgendwann bei der 4 Millionen oder 3 Millionen Marke angekommen ist, dann sagen sie ja gut, okay. Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass sie keine Abo-Zahlen mehr Ja, keine rausgeben. Abozahlen wollen sie rausgeben. Ja, Elder Scrolls Online wurde sehr durchwachsen aufgenommen. Also es wurde gelobt, dass die Welt sich wirklich verändert im Verlaufe des Spiels, dass die Quests ganz cool sind. Das Kampfsystem ist halt wirklich Elder Scrolls. Das heißt, auch in diesem Spiel rennst du rum. Ich hab dich jetzt getötet. Ja, und ganz cool ist halt wirklich, dass da über kurz oder lang wirklich die ganze Welt von Elder Scrolls drauf gepackt werden soll. Da kommen also auch ständig Add-ons und so weiter und so fort. Genau. Joach, nö. Ist halt ein schönes, großes MMO. Der Kritikpunkt war eigentlich damals so ein bisschen für ein MMO, dass zu viel auf wie so ein Singleplayer-Spiel sozusagen Genau, gelegt ja. wurde, also was Stories angeht, dass es halt mehr für Einzelspieler ausgelegt ist.
so ein bisschen auch diese Krankheit, die auch zum Beispiel Knights of the Old Republic. Nee, das war jetzt falsch. Star Wars The Old Republic. So rum, Entschuldigung. Star Wars The Old Republic. Dasselbe Problem hatte, dass halt auch als MMO zwar eigentlich ganz cool ist, dass aber halt auch durch die ganzen Storys das halt sich anfühlt wie eigentlich ein Singleplayer-Spiel mit einem beigefügten Multiplayer, so fast ja. schon. Und so ist halt auch bei Elder Scrolls Online ist so ein bisschen dieser Kritikpunkt gewesen. Aber trotzdem ist es halt ein schönes Online-Rollenspiel für die Masse. So. Ja. Gerne alleine durch die Gegend streifen. Tut auch Batman. Ja. Der sieht das immer gar nicht ein, wenn ihm jemand helfen möchte. Er sagt dann, nein, ich bin Batman. Genau, er ist Batman und so benimmt er sich zumindest auch die ganze Zeit in Arkham Knight. Ja, das kam raus im Juni für PlayStation 4, Xbox One und für ein paar Tage auch für den PC. Ja. Und dann hat sich der PC-Batman gesagt, nein, ich bin Batman. Ich ziehe mich erstmal zurück. Genau. Denn die PC-Version von Arkham Knight war leider... Hundsmiserabel und scheiße. Dezent kaputt. Hundsmiserabel und scheiße. Das war eine Frechheit, was sie da abgezogen haben. Also wirklich, teilweise 10... Also wenn man Glück hatte, ist man mit 10 FPS durch die Stadt gekommen. Ja. Wenn man Pech hatte, gab es Hardcrashes, wo man dann wirklich minutenlang nochmal spielen musste. Es hat geruckelt, es ist abgestürzt, es hatte Bugs. Also wirklich, diese PC-Version kam so kaputt auf den Markt, wie es nur irgend ging. Absolute... Übermonster-Rechner haben es wohl teilweise geschafft, dass es vernünftig läuft. Aber man muss aber wirklich sagen, sogar die Test-PCs von Spielemagazinen haben das nicht gepackt. Und das sind halt eigentlich schon immer so die besten, die es auf dem Markt gibt. Also mit den besten Sachen, Arbeitsspeicher, Grafikkarten und so, müssen sie ja haben zum richtigen Testen. Ja. Und dass diese Rechner eingeknickt sind, das war schon echt abartig. Ja. Naja, und um dieses Kapitel, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, abzuschließen, war es letzten Monat oder diesen Monat? Oktober oder November kam das Spiel wieder raus. Das war letzten Monat, Oktober. Kam das Spiel dann wieder raus. Es wurde gesagt, so, jetzt ist es ganz. Es kam wieder raus. Bei ein paar Leuten ging es jetzt. Bei ein paar Leuten war, also bei den meisten Leuten war es genauso schlimm wie vorher. Ja. Und bei manchen wurde es wirklich noch schlechter. Irgendwer, ich weiß nicht, welcher Podcast es war, hat erzählt, dass er nie Probleme damit hatte. Wollte es jetzt wieder spielen. Es war der Patch draußen. Plötzlich ist das Spiel kaputt. Ach. Also... Ja, und mittlerweile haben sie auch zugegeben, dass diese PC-Version so kaputt auf den Markt gekommen ist, dass es Sachen gibt, die sie einfach nicht mehr reparieren können. Die de facto nicht repariert werden können, der Patch. Sie haben, ich weiß nicht, Ihre Entschuldigung, was war Ihre Entschuldigung nochmal? Dass man die ganze Arkham-Reihe umsonst bekommt. Genau, so war es. Also die gesamte Arkham-Reihe, ich meine, das Ding ist aber, ich finde das Entschuldigung, finde ich das halt ziemlich schwach. Ja. Weil wer Batman Arkham Knight, sage ich mal, spielt, der wird wahrscheinlich, die meisten zumindest, auch die davorigen sämtlichen Teile gespielt haben. Also sprich, für die, die eh schon die ganze Zeit Batman spielen, war diese Entschuldigung so ein Tritt in den Arsch. Ja. Was ist das für eine Entschuldigung? Also ich muss wirklich sagen, dass da nicht wirklich noch viel mehr diese Spielefirma nicht verklagt wurde, finde ich erstaunlich. Weil das hätte man eigentlich machen müssen, eigentlich wie bei Ubisoft, die gesagt haben, okay, wenn ihr es noch nicht habt, kriegt ihr die Arkham-Reihe. Wenn ihr die schon habt, dann habt ihr hier unsere Spielebibliothek, sucht euch eins aus. Genau, und sucht da eins aus. Das wäre eine Entschuldigung gewesen. Aber so diese Entschuldigung, also wieder, ich bin extrem erstaunt, dass es da keine richtige, zumindest auch in den USA, keine Klagewelle gegen sie gab, gegen Warner Bros., weil was die da abgezogen haben, das ist eine Unverschämtheit. Ja. Also was man ja sagen muss, ich glaube, womit sie sich auch ein bisschen in den Arsch gerettet haben, wahrscheinlich war es auch nicht Kundenfreundlichkeit, sondern einfach, um sich in den Arsch zu retten. Sie haben halt gesagt, ihr dürft bei Steam, auch wenn ihr diese Zeit schon überschritten habt und alles, ihr dürft das Spiel zurückgeben. Ja. Bei Retail-Händlern muss man sich selber drum kümmern, muss man mit dem Händler verhandeln, ob er es zurücknimmt. Ja. Also deswegen, das war alles so ein Scheiß und ich hoffe, vor allem seitdem dieses Fiasko war, bangt man wirklich oft jetzt, wenn irgendwelche Spiele für Konsole und für den PC denn irgendwie erscheinen. Ja. Weil, es war doch jetzt vor kurzem erst wieder ein Spiel, wo die PC-Version auch nicht mehr so super war. Bestimmt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Es war erst vor kurzem irgendwie wieder irgendein Spiel, wo was für Konsole und für PC erschienen ist, wo halt die PC-Version auch wieder mit Bugs, also ziemlich heftigen Bugs zu tun hat und so weiter. Also was ich weiß, ist, dass Call of Duty auf dem PC sehr viel schlechter läuft als Call of Duty. Ich glaube, es war sogar Call of Duty, wo sie halt haben sie was nicht Syndicate sogar?
Nee, Syndicate ist, glaube ich, ganz gut. Da haben sie extra PC-Version ein bisschen später rausgebracht noch. Dann war es Call of Duty Black, ja, dann müsste es Black Ops 3 gewesen sein. Auch witzig, da haben sie dann einen Patch gebracht, der die Performance zwar verbessert hat bei einigen, auch da wieder so einige, ja, andere, nee. Und das haben sie aber gemacht, indem sie einfach die Texturen schwächer gemacht haben. Ja. Auf dem PC! Auf dem PC. Das ist die leistungsstärkste Plattform. Also. Es ist auch deswegen ist gleichzeitig die Hoffnung, wenn jetzt Nintendo DNX rausbringt und das halt wirklich so ist, dass die NX stärker ist als Xbox One und PlayStation 4 zusammen oder irgendwie so, dass halt die Macher sagen: Gut, okay, wir bringen für die NX das lieber, entwickeln lieber das dafür. Dann müsste es ja für den PC auch gut sein, weil PC und NX werden also die beiden leistungsstärksten Ja, Maschinen eigentlich dann ich glaube aber überhaupt. nicht, weil sie sich halt immer am schwächsten Glied bedienen quasi, damit es für alles rauskommen kann. Naja, Ja, das Spiel selber war jedenfalls ganz gut, hat aber einen massive Wertungsschwankung auch gehabt. ja. Also von Leuten, die gesagt haben, bestes Spiel der Batman-Reihe, das definiert Next Gen, das erste Mal richtig Next Gen gefühlt, ich bin Batman, zu ja, okay, dasselbe nochmal, nochmal größer und das Batmobil wird viel zu viel eingesetzt. Richtig. Ich habe mir Let's Play davon angeguckt, komplett, das gesamte Batman-Spiel, weil mir so interessiert hat, wie sich das jetzt entwickelt, weil PC ging ja nicht so richtig. Und da muss ich sagen, was sie cool gemacht haben, ist halt wirklich dieses Ganze mit Joker. Das war halt wirklich extrem geil gemacht und das war wirklich so Next Gen, wie halt wirklich dieser Joker einfach überall auf einmal so aufgetaucht ist, komplett zufällig manchmal. Also wenn er auf einmal dann irgendwie da vor dir stand oder auf einmal eine Statue sich als Joker ausgegeben hat. Das war so cool und das war random zum größten Teil. Oder auf einmal irgendein Werbeplakat auf einmal sich so verändert hat, einfach nur weil du in der Nähe warst. Ja. Das gab's so halt auch noch nicht. Übrigens ist Diese auch jetzt nicht wirklich ein Spoiler für alle, die sich nach Arkham City jetzt wundern. Das passiert auch recht schnell. Ja. Und keine Angst, das ist erklärt in der Story. Ist jetzt nicht so, ja, ist wieder da, Nein, alles. nein, das passiert in den ersten 10, 15 Minuten Ja. und dann ist das schon da. Ja, also das ist eigentlich ganz cool gewesen. Grafik sah auch sehr, sehr cool aus Ja, das stimmt. mit den Regeneffekten und die ganze Stadt. Obwohl auch selbst da, also ich meine, ja klar, es gibt diese Erklärung, warum halt keine Menschen Ja. irgendwie da sind, aber naja. Aber was halt wirklich scheiße war, würde ich sagen, war halt wirklich das Batmobil. Dieses Ganze mit Riddler fand ich ja schon fast eine Frechheit, dass halt einfach, um das Spiel zu strecken, gesagt wird, Ja. ja, wenn du den Riddler besiegen willst, musst du alle, wie viele waren das? 400? 400 irgendwas, 500? ja. Riddler-Trophäen und Herausforderungen, Rätsel lösen, bestehen. Nur dann, wenn du wirklich alle gemacht hast, kannst du gegen den Riddler kämpfen. In seiner letzten Form, so dem Motto. Ja. Nur dann. Ansonsten kannst du das Spiel nicht auf 100% spielen. Ja. Und das fand ich wirklich eine Frechheit. Also 400 oder Ja, und das ist 200. halt vor allem auch Bedingung für das wahre Ende, Genau, so sozusagen. ungefähr. Und das finde ich echt, das ist eine Frechheit einfach. Also. Die Riddler-Rätsel in aller Ehre, aber hätten es nicht 100 auch über das gesamte Spiel verteilt, Ja. komplett ausgereicht, mussten es wirklich 400 Ja, sein oder sowas? war halt wieder dieses höher, weiter, besser, mehr. Ja, und vor allem dann halt auch diese Riddler-Rätsel, also was in der vorigen Teil ja immer so gelobt wurde, war ja halt wirklich, dass es richtige Rätseleinlagen waren und Parcours und so weiter. Jetzt waren es Autostrecken, Rennstrecken Ja. für Riddler. Was hat der Riddler mit Rennstrecken zu tun? Ja, es wird ja Also. irgendwie erklärt mit, er macht da Tests, um das Batmobil besser zu verstehen und bla, Es aber ist ja. totaler Schwachsinn. Also, das, wie gesagt, das Also sie haben halt Batmobil dieses generell. Batmobil wirklich viel zu zwanghaft Ja. in das Spiel reingepresst. Ja, aber sonst. Also, Batman muss irgendwo einbrechen. Wie kriegen wir das Batmobil da rein? Ha, er muss dafür eine Wand wegspringen, das Batmobil muss dann nach oben hüpfen, so nach dem Motto, muss sich dann mit einer Seilwinde hochziehen, muss dann über die Kante hängen, mit dem dann langsam Stückchen für Stückchen durch so einen Windschacht durch und von dort aus dann ab und zu irgendein Ziel abschießen. Klar, so bricht man ein. So machen wir So es. macht man's. Alles Klärchen. Ja. Ja, dieser Style würde wahrscheinlich einem gewissen Dante sehr gut gefallen. Einfach brachial rein. Ja. Und so ist auch seine Idee von Devil May Cry 4 in der Special Edition. Ja, die hat Capcom so ein bisschen wahrscheinlich als Test rausgehauen, ob denn Devil May Cry 4 oder das neue DMC die zukünftige Richtung sein soll. Ja. Hätte man vielleicht nicht unbedingt Devil May Cry 4 nehmen sollen. Denn das ist zwar ein gutes Spiel an sich,
krankt aber halt, wie gesagt, an diesem Problem, dass man am Anfang mit Nero, dem neuen Charakter, der eigentlich einfach nur Dante ein bisschen jünger ist, das Spiel hinrennt, und so lange fand ich es auch super unterhaltsam, auch wenn ich wieder übelst aufs Maul bekommen habe, ich kann dieses Spiel einfach nicht. Okay. Und dann wechselt das Ganze, man spielt Dante und rennt halt wirklich original die gesamte Strecke, diese ganze Strecke nochmal zurück, bekämpft dieselben Bosse nochmal und läuft einfach nur den ganzen Parcours rückwärts. Warum nicht? Das ist dann halt gutes Storytelling? Ja, ich kann nicht sagen, wie es ausgeht, weil irgendwann war es so, als ich dann wieder in so einer Kreuzung ankam und dann wieder der Boss, ein Boss kam, dachte ich so, nee, lasst mich. Ja. Ja, Special Edition. Die nächste, so nach dem Motto. Ja. Die nächste Edition, nee, Edition ist falsch. Die nächste Erweiterung kam dann mit Final Fantasy 14 Heaven's Sword. Das erste große, doch glaube ich, das erste große, ne? Das erste große Add-on für Final Fantasy 14, dem Online-Multiplayer-Spiel von Final Fantasy. Nachdem es mit Realm Rebirth eine Neuauferstehung hatte und komplett überarbeitet wurde und so weiter, gab es jetzt mit Heaven's Sword halt die erste große Erweiterung auch dafür, die sehr gut angekommen ist. Es gab einen komplett neuen Abschnitt, eine neue komplette Welt irgendwie, wo man jetzt questen konnte. Neues natürlich Max Level Cap wurde hinzugefügt, also erhöht. Neue Fähigkeiten, glaube auch neue Spezialisierung, Klasse gab es da, Beruf bestimmt auch irgendwas. Und insbesondere, man konnte jetzt auch fliegen, es gab jetzt auch fliegende Tierchen, man konnte dort, zumindest in dieser neuen Welt, konnte man auch mit einem Schokobo fliegen. Was? Ja, man konnte mit einem Schokobo fliegen. Das wird dadurch erklärt, weil dort in dieser Welt gibt es extrem starke Winde. Und diese Winde sind so stark, dass halt selbst der kleinste Schokobo theoretisch fliegen kann. Na gut, das kann ich akzeptieren, aber nur gerade so. Nur gerade so, ja gut. ja, und neue Bosse, neue Abschnitte. Ich hatte mir dazu damals von Rocket Beans so ein bisschen was angeguckt. Da hatten sie so ein Special gebracht. Ja. Wenn ihr alles darüber wissen wollt, schaut euch das einfach von dem an. Kam, so wie ich das gehört habe, sehr gut bei der Community an. Ja. Also generell ist es wohl, es war ja am Anfang wirklich ein Spiel, was man so eigentlich nicht abliefern konnte. Genau. Aber seit A Realm Reborn. Reborn, ja. Ja, ist es wohl wirklich ein gutes MMO und scheint sich aufgrund des Namens wohl auch so gut zu verkaufen, dass man am Abo-Modell weiterhin festhalten kann. Ja. Denn ich würde das wirklich, MMOs reizen mich gar nicht mehr, aber allein weil Final Fantasy draufsteht, würde ich es halt auch gerne mal spielen, weil ich dann so, oh, jetzt reite ich auf den Schokobo und oh, jetzt bezahle ich mit Gil und toll. Das ist schön, ja. Und alles sieht schön und quietschig und bunt aus. Aber ja, dafür jetzt 15 Euro im Monat hinblättern, nee. Nicht wirklich, nicht unbedingt. Ja. Das war das zweite Quartal und wir sind bei... Warum, es war kürzer? Ha! Ha! Nur anderthalb Stunden. Nee. Na, du hast den ersten Teil vergessen. Verdammt. Da sind wir etwa gleich lang. Dann sind wir ungefähr gleich lang. Nun ja, das geht ja aber noch. Und das war, wie gesagt, das zweite Quartal. Weiter geht's nächste Woche mit dem dritten Quartal. Genau. Ja, und dann kommt das vierte, dann kommt unsere Awardshow. Und dann kommt auch schon die Vorfreude auf 2016. Und dann ist das 2015er Jahr schon wieder rum und 2016 hat angefangen. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bei unserem nächsten Podcast oder bei den Let's Plays. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wenn ihr bis hierher geguckt habt, gehört habt. Und ja, dann sehen wir uns bis dahin. Euer Ramen. Und euer Gautorn. Ciao. Ciao.